Der Frau. Dürfen wir als Christen, so hart ich das jetzt sagen muss, mit Kinder uns verheiraten, dürfen wir das? Deswegen lasse ich die Bibel einfach mal antworten, ne? Schauen wir uns das einfach mal in der Bibel an und dann gucken wir. An alle, die hier drinne sind, an die Jesiden, an unsere armenischen Brüder, an unsere aramäischen Brüder, unsere ghanesischen Brüder, die hier sind, Leute. Ich küsse eure Herzen, Mann, Leute. Ich küsse eure Herzen. Liebe geht raus an alle, die hier drinne sind, an unsere italienischen Brüder. Ja, ganz, ganz wichtig, Leute. Ja, alle anderen, die hier drinne sind, Leute. Ich küsse eure Herzen. Ja. Und das geht an an unsere christlichen Brüder und Geschwister. Ne? Nochmal. Auf jeden Fall, Leute, heute besprechen wir gewisse Dinge, die wirklich sehr, sehr wichtig sind. Ja, dürfen wir in der Bibel, ja, laut Bibel, dürfen wir mit kleinen Kindern heiraten? Nein. Ich glaube nicht. Ne? Deswegen schauen wir uns das mal an in 1. Korinther. Kapitel 7, Vers 36, Leute. Ne? Geht mal auf 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 36. Ja? Wenn wir reingehen, lesen wir: Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt, hier lesen wir ganz klar. Ja? Und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will, er sündigt nicht. So, das heißt also, wenn eine Frau über die Reife ist, Leute, ja, und wir sie dann quasi heiraten und sagen wir mal, was mit ihr haben, dann begehst du keine Sünde. Ganz einfach. Nino, ich küsse dein Herz, warte, wenn es langweilig ist, ich sperre dich ganz schnell. Ich küsse dein Herz, Bruder. Boom. Bitteschön. So, es ist ganz wichtig, Leute. Wir sehen hier ganz genau, dass die Bibel, ja, klipp und klar uns diese Antworten gibt, ja, dass eine Frau über die Reife sein muss, dass wir sie anfassen dürfen. Ja, das sehen wir hier ganz genau. Ja, also über die Reife. Die Frau darf niemals unten drunter sein. Und wenn wir sagen über die Reife, dann sprechen wir hier von 21, 22, 23 rum. Ja, ist ganz, ganz wichtig. Ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen, wie gesagt, wer die Bibel gerade da hat, schlag bitte den Bibelvers auf 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36. Ja, wenn jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will, er sündigt nicht. So mögen sie heiraten. Das heißt also, du kannst diese Frau anfassen, wenn sie über die Reife ist. Ja, dann ist es auch gar kein Problem. Ja, weil die Muslime kommen ja immer, wie gesagt, mit Rebekka. Rebekka war drei. Nein, war sie nicht. Ja, wenn wir in Mose lesen, wir ganz genau, dass Rebekka niemals drei gewesen sein kann. Ja, eine Dreijährige kann nicht schwanger werden. Eine Dreijährige kann ganz bestimmt keine Kamele versorgen. Eine Dreijährige kann auch ganz bestimmt keine Krüge tragen. Ja, also das ist schon mal etwas, was wir verstehen müssen, weil es gibt Brüder, Geschwister, die mal in die Irre geführt werden können, wenn sie die Schrift nicht kennen, zum Beispiel. Ja, man kann das leicht ausrechnen. Ich weiß, Bruderherz, ich weiß. Und dann, wie gesagt, das ist das eine, was wir ansprechen möchten. Wir als Christen, ja, ich werde das nochmal sagen, die Frau muss über die Reife sein, wir dürfen keine kleinen Kinder anfassen, ja. Und jetzt schauen wir uns mal in den Hadithen mal an, ja. In den Hadith finden wir eine Überlieferungskette, ja. Ich weiß nicht, ob ich darüber reden soll.
Naja, über Aisha brauchen wir jetzt nicht reden. Über Aisha brauchen wir nicht reden. Also wenn wir jetzt über Aisha reden, ich glaube, das triggert nochmal die ganze Situation. Ja, das arme Mädchen war einfach nur 6 Jahre alt. Ja, 6 Jahre alt und die Ehe wurde vollzogen mit 9. Das ist der Wahnsinn, ey. Also wie kann ein Mensch eine 9-Jährige anfassen überhaupt, ey? Das ist der Wahnsinn. In der Bibel, Leute, sehen wir ganz genau, unser Gott sagt klipp und klar, ja, sie muss über die Reife hinaus sein. Sie muss über die Reife sein. Und so könnt ihr sie anfassen, wenn sie über die Reife, wenn sie bereit ist, dann könnt ihr sie anfassen. Ja, aber das mit Aisha, das ist der Wahnsinn. Aber ich habe was Schönes für euch, Leute. Ja. So, ich zeige euch mal was ganz, ganz Schönes, Leute. Es ist wunderschön. So, wer hat mir eine Anfrage geschickt hier? Ah, nicht schon wieder die. Oh je. So, Leute, ich zeige euch mal was ganz, ganz Schönes. Schaut euch das mal an. Jami At-Tirmidhi, Leute. 2536. Schaut euch das mal an, Leute. Das ist der Wahnsinn, was ich hier gefunden habe. The believer shall be given in paradise such and such strength in intercourse. Also, falls jemand wissen möchte, was intercourse ist, ja. Intercourse ist, ihr wisst schon, sowas, ja. Ihr wisst schon. Intercourse. Ja, intercourse. It was said... It was said, O messenger of Allah, and will be able to do that. He said, he will be given the strength of 100. So, wir sehen hier, dass wer in den Paradies kommt, ja, eine Kraft von 100 Mann hat. Und zwar in dem hier. Ah, 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 in dem hier, ja. Das heißt also, du, wenn du in den Paradies kommst, ja, wirst du eine Kraft von 100 Mann haben, und zwar in dem hier. Ah, den hier, ne, Katastrophe. Das ist keine gesunde Lehre, Leute, das sage ich euch. Das ist etwas, was ich euch sagen kann, Leute, das hat mit Satan eine Verbindung. Das hat mit Satan eine Verbindung, Leute. Das hat mit Gott nichts zu tun. Ne? Das ist immer das, was ich meine Brüder und Geschwister immer wieder sagen muss, Leute. Ja, das hier hat mit Gott nichts gemeinsam, Leute. Ja, Leute. Ja, Frauen und so Bilder, alles mit SEX. Ja, alles mit SEX. Und wenn wir hier in der Schrift hier lesen, in diesen Hadith, es geht nur um SEX. Das ist der Wahnsinn. An alle, die hier drin sind, könnt ihr mich hören? Hängt der Stream ein bisschen oder passt das jetzt? Weil ich habe das Gefühl, dass, also der Bruder schreibt mir gerade, dass mein Stream hängt. Ist der Stream okay, Leute, oder hängt der? Ich denke, ist wieder gut. Okay. So. Internet ist eigentlich super gut. So, hallo. Hallo Flex, grüß dich. Grüß dich, komm mal mit deinem richtigen Account live. Das ist mein richtiger Account. Das ist nicht dein richtiger Account. Komm mal mit deinem richtigen Account. Willst du reden oder willst du... Komm mal erstmal mit deinem richtigen Account. Versteckt euch nicht hinter euren Fake-Profilen. Komm mal mit deinem richtigen Account. Da habe ich nicht genug Follower. Ach so, aber mit dem hast du genug Follower. Genau. Ja, komm mal mit deinem anderen Account. Ich weiß, dass du da genügend Follower hast. Komm mal mit dem bitte. Hast du jetzt Angst oder was? Nein, alles gut. Du sollst nur mit deinem richtigen Account kommen, weil ihr kommt immer mit euren Fake-Profilen. Willst du jetzt reden über Kinderehe oder hast du Angst jetzt, wie immer? Ja, Kinderehe. Sollen wir mit Aisha und Mohammed anfangen? Oder wo willst du anfangen? Ja, kannst du anfangen. Aber stellst du erst Frage oder soll ich erst stellen? Na, dann stell mir mal die Frage. Dann schlag mal auf Codex Sinaiticus. Was soll ich aufschlagen? Codex Sinaiticus. Okay. Und dann schreib da 1. Korinther 7, 36. Ja, ja, alles gut. Wir machen dich groß. Ich küsse dein Herz. Zeig uns das.
Also ich soll zeigen, sagst du. Ja, du bist doch in der Beweisführung. Warte, ich zeig dir gleich. So. Dann sind wir ganz Ohr. Aber dann musst du auf meine Frage eingehen, ja? Und nicht dann die Wir Wörter lesen den verwenden. Kontext. Wir lesen erstmal den Kontext, um was es geht, und dann schauen wir mal. Sind wir mal ganz Alles gespannt. klar. Und zeig uns mal, ob Jesus Christus uns erlaubt, Kinderehe zu führen. Ja, zeige ich dir. Warte, ich soll nur meine Kamera anmachen. Nico, So. ich weiß, Nico. Ich weiß, Nico. Alles gut. Jetzt sind wir mal ganz gespannt. Warte. Das ist gar kein Problem. Ich mache das kurz und knapp. Dann beweise es uns. Komm, Pontius Pilatus, komm. Ich guck mal, wie das man Aber Kamera anmacht. das nächste Mal komm bitte mit deinem richtigen Account, ja? Sieht man irgendwas? Mir zeigt er nichts. Keine Ahnung. Ja, kein Problem, Bulus. Ich weiß schon. Ich weiß schon, wo ich ansetzen muss. Alles gut. Ich kenne diese Tricks schon. So, das die Kamera, kann man jemand sehen, was ich zeige? Nein, wir sehen nichts. Verstehe es nicht, warum das nicht geht. CIA Flex, ja, das ist wirklich so. Pontius Pilatus, beim nächsten Mal komm mit deinem richtigen Account. Warte. Mit dem Account, wo du immer bei der Gummibärbande chillst. Mit dem Account musst du kommen, mein Freund. Alles klar. Ah, ich küsse dein Herz. Du musst schon selber ehrlich zu dir selber sein, ne? Ja. Na, das hoffen wir mal Sieht für man? dich. Deine Kamera funktioniert nur bei deinen anderen Account. Log dich mal bei dem ein und komm mit dem. Dann funktioniert es wieder. Warte doch. Du nimmst selten mich hoch. Jetzt, denke ich. So. Ja. Martin, wo ist das? So, das ist hier Codex Sinaiticus. Falls du hier siehst, warten. Mann, deine Kamera ist echt von 1950, wie es aussieht. Leke mio. Hast du nur für eine Kamera, Mann? Was steht hier? 1. Korinther. Kapitel 7, Vers 36. Richtig? Ja, richtig. So. Und was ist der Codex Sinaiticus, wenn ich fragen darf, dich? Sag mir erstmal, um was es geht. Komm, erklär's mir doch Ja. mal. Ich habe Ja, keine aber Ahnung. Ich was? meine, ey, wenn du schon mit solchen Argumenten kommst, dann erklär's uns doch mal. Ja, wenn du, warum predigst du Bring dann? uns das Warum doch bei. redest du Ich über meine, Kinderehe du bist dann? wahrscheinlich in dem Fachbereich besser wie ich. Also schieß mal los. Sag uns doch mal, was du uns erklären möchtest. Also weißt du nicht, was Codex Ich habe Sinaiticus ist? keine Ahnung. Zeig uns das. Hast du keinen Heiligen Geist? Was meinst du, hast du kein Heiliger Geist? Ich bin nicht der Heilige Geist. Das geht doch gar nicht. Na, hast du denn in dir drin? Jesus sagt doch in Bibel, jeder, der Bibel predigt, hat den Heiligen Geist. Unser Körper ist das Tempel Gottes, richtig. Aber wir sind Genau. nicht 1. der Korinther Heilige 6, Geist. 19. Okay. Ja, jetzt Laut geh mal 1. auf die Korinther 6. Frage ein. Geh mal auf die Frage Also, ein. Was ist jetzt mit Korinther 7, Vers 36? Weil du switchst hier rum, du springst hier rum. Das gefällt mir nicht. aber du musst doch auch auf die Frage eingehen, nicht meine Frage, ob du den Heiligen Geist hast. Geh Aber egal, erstmal du auf sagst, du hast Korinther nicht. 7, Vers 36. Das ist das, was du ansprechen wolltest. Dann sprich das an. Ich kenne eure Tricks schon. Deswegen geh mal auf diesen Vers drauf ein. Wenn du schon darüber sprechen möchtest, dann let's go. Alles klar. So, du Ey, bist das in ist der Englisch. Wahnsinn, ey. Bist du fertig? Na, dann let's go. Okay, du sagst, du bist mächtig in englischer Sprache. Kannst du für uns das lesen? Okay.
Zeig uns mal den ganzen Vers, nicht nur das Geschnittene. Zeig uns mal den ganzen Vers, bitte. Das kannst du nicht lesen, ich kann dir zeigen. Du, ich kenn So. eure dreckigen Tricks, das ist das Problem. Zeig uns mal den richtigen Bibelvers mit dieser Einheitsübersetzung, mein Freund. Und nicht einfach den herausgeschnittenen Vers, den ihr selber bearbeiten könnt, weil ich kenne eure dreckigen Tricks. Kollege, was steht hier oben? Ich Kannst habe du lesen? gesagt, Codex Sinaiticus. hallo Pilatus, mein Freund, zeig uns den gesamten Kontext und nicht nur diesen Vers, zeig uns den gesamten Kontext, weil ihr spielt dreckige Spiele, ihr kopiert nur und fügt selber Wörter hinzu. Deswegen zeig uns den gesamten Kontext und den lesen wir gemeinsam, mein Freund. Dann Also los, schlag doch zeig, auf yalla, Google. Habibi. Dann schlag doch auf Google und schreib Codex Sinaiticus 1. Korinther 7,36. Nein, das ist deine Aufgabe. Du bist hier hochgekommen, du bist Dann zeige ich hochmütig dir doch, hochgekommen, beweise es was uns ist jetzt. da? Was ist das? Was steht da? Codex Sinaiticus. Das interessiert mich Das nicht. Ich habe gesagt, zeig mir den Original. Text, den du bemängelst. Zeig uns diesen Text, den du bemängelst. Codex Sinaiticus, das Original, Manuskript sind die alten, Kannst die gab es. Und da steht, du Pontius willst nicht Pilatus? lesen? Guck, da unten ist 1. Korinther 7,36. Und was ist der Pontius Punkt? Pilatus, kannst du Deutsch? Ich kann durch, aber du nicht. Okay, also, dann geh mal bitte auf den gesamten Kontext und Das schlag uns ist doch bitte das. Lass mich mal kurz ausreden, ganz kurz. Du Guck lässt mal. mich nicht ausreden. Du kannst gleich. Guck mal, Ja, mir ist rede eine mal. Sache, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Du holst diesen Einheitsübersetzung oder was auch immer du da hast, ja? Das Und du ist keine weißt nicht mal. Einheitübersetzung, Kollege. Ja, Das warte ist doch mal kurz. alte Manuskripten, Ja, Codex Sinaiticus. Sinaiticus, ja, alles gut. Zeig uns jetzt bitte den gesamten Kontext. Und dann können wir darauf eingehen. Bitte blamier dich nicht vor 200 Leuten. Zeig uns mal bitte den Kontext. Du blamierst dich, du bist gerade auf Aufnahme, du weißt nicht, was Codex Sinaiticus ist. Du hast den Heiligen Geist. Zeig uns doch mal, guck mal, hör auf, deine dreckigen Spiele zu spielen. Zeig uns mal den gesamten Kontext und dann lesen wir das gemeinsam. Ist doch Was alles ist klar. das? Hallo, was ist das? Sag mal, ist der checkt das, glaube ich, gar nicht, ne? Sag Aber mal, lass hast mich du. meine Frage stellen und danach kann ich dir gerne zeigen. Nein, Kann ich meine geh Frage auf stellen? diesen Vers ein. Du springst jetzt, weil du genau keine Ahnung hast. Du hast keine Ich Ahnung. habe keine Das ist das Ahnung oder Problem. du hast keine Ahnung. Geh Hast du den mal Heiligen auf Geist? den, geh mal auf den gesamten Kontext. Nicht nur diesen Vers. Geh mal auf den Kontext, bitte. Was steht hier? Oh mein Gott, der Kerl. Leute, ich hoffe, ihr nehmt das Was auf. steht hier? Leute, bitte, bitte, bitte aufnehmen. Bitte alle aufnehmen. Geh mal auf Du den bist auf Kontext. meine Aufnahme, Kollege. Du bist auf meine Aufnahme. Was redest du für ein Was Blödsinn? ist Was dein steht Kontext? hier? Was ist dein Kontext? Was ist das? Was ist dein Kontext? Willst du deine Tochter heiraten? Oh mein Gott, okay, du weißt nicht mal, was ein Kontext ist, habe ich recht? Schämst du dich nicht überhaupt? Geh mal auf den Kontext. Was steht hier, Kollege? Lies doch das. 1. Geh mal Korinther auf den 7,36. gesamten Kontext. Kontext. Das alte Manuskripten, 1. Korinther Okay, 7,36, Codex du Sinaiticus. bist eindeutig Willst hohl. du deine Sorry, tut Tochter mir leid. heiraten? Wir holen jemanden. Du bist wirklich hohl. Hey, Tochter, hey, guck mal. Habt ihr gecheckt, Leute? Der weiß nicht mal, was Kontext ist. Ich habe ihm nur gesagt, das ist das Einfachste, was jedes Kind versteht. Da habe ich ihm gesagt, bitte zeig uns den gesamten Kontext. Es ist doch kein Problem. Codex, Sinaiticus, alles gar kein Problem. Ich habe ihm nur gesagt, bring uns bitte den gesamten Kontext und wir schauen uns das zusammen an. Ja, er soll nur, das ist das Einzige, was ich von ihm haben wollte. Bring nur den gesamten Kontext und wir lesen es gemeinsam. Leute, wollt ihr das mal wissen, was er mir zeigen wollte? Ich erzähle euch mal, was seine Masche ist, ja? Ich kenne deren Trick schon, ja? So, stellt euch mal vor, ja? Der schneidet das raus. Fügt das so hinzu, wie er es will, und schneidet das, okay? Und zeigt aber nicht den gesamten Kontext. Das heißt also, man kann das bearbeiten und man kann selber Wörter hinzufügen.
Versteht ihr, Leute? Man kann selber Wörter hinzufügen. Er hat nur diesen kleinen Text da kopiert, hat das zusammengeschnitten und die haben wahrscheinlich selber das bearbeitet, so wie sie es haben wollen, weil das kann jeder machen. Ja, so, jetzt gehen wir auf diesen 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 36. Ich gehe mal darauf ein, Leute. Ich zeige es euch, was der uns zeigen wollte. Der wollte das Wort in der Bibel verdrehen. Und ich zeige euch das jetzt, Leute. Ja? So, guck mal, Leute. 1. Korinther, Kapitel 7, Vers 36. Es geht um das hier. Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will, er sündigt nicht. Boom. Boom. Und der wollte mit diesem Text, was er wahrscheinlich bearbeitet hat, ja, wollte er damit sagen, ja, aber hier, guck mal, ihr könnt doch Kinder heiraten und so. Aber hier im 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36 sehen wir ganz genau, dass dies nicht der Fall ist, ja. Und sie lieben es, Wörter zu verdrehen. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Aber meine Brüder und Geschwister, seid vorsichtig. Denn sie kommen mit Lügen. Der Satan arbeitet mit Lügen, Leute. Da müsst ihr wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe ihnen gesagt, zeig mir mal den gesamten Kontext. Nicht mal das hat er verstanden. Der weiß nicht mal, was Kontext ist. Der holt nur den Text raus, schneidet das weg. Was ist mit 35? Was ist mit 36? Warum zeigt er uns nicht den gesamten Kontext? Weil er genau mit den Lügen das Wort Gottes verdrehen will. Und deswegen habe ich ihn, deswegen konnte er auch keine Antwort drauf geben. Und deswegen habe ich ihn gekickt, weil der kommt mit Lügen hier rein. Richtige Gummibärbande. Lügen und so. Wahnsinn. Wahnsinn, was ein Lügner. Was ein Lügner, Alter. Was ein Lügner. Richtiger Lügenbolde ist das, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Immer mit ihren Lügen und Lügen und Lügen. Das ist der krasse Wahnsinn, Leute. Ja, sie kommen und können nur lügen, wo es noch geht, ey. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Ne? Also Leute, das ist, ich nehme euch gleich alle hoch, Leute, einfach nur kurz Geduld haben, ich muss meine Static hier kurz aufbauen. Also Leute, wenn ich etwas nicht mag, dann sind es Lügen. Ne? Das ist schon so ein richtiges Pack ist das, ne? Muss man schon sagen. Wisst ihr, anstatt den gesamten Kontext rauszuholen und darüber zu sprechen, nein, ich komme rein und lüge. Ja, anstatt mal den gesamten Kontext zu zeigen. Und so arbeiten die, ja. Und das ist der Grund, warum die Brüder und die Geschwister einige eventuell darauf reinfallen, die das nicht wissen, ja. Die schneiden das weg. Ich kenne diese Tricks. Schneiden, ja, die schneiden das. Und dann kannst du das ja bearbeiten, so wie du es haben möchtest. Dann bearbeitest du das, ja. Und dann zeigst du das einem Christen und sagst, ey, hier, guck mal. Da steht das drauf, ja. Nur, dass sie unsere Brüder und die Geschwister in die Irre führen können. Ja, so arbeiten diese Lügner. Da müsst ihr sehr vorsichtig sein, weil ich habe seine Masche sofort gecheckt. Sofort, ja. Textbearbeitung, richtig. Es ist einfach so. Er hat diesen Text wahrscheinlich bearbeitet, was auch immer, ne, und schneidet das weg und dann sagt er, hey, guck mal, lies mal. Man sieht doch schon, dass du da unten... Das ist einfach der Wahnsinn, ne? Wir machen jetzt auch weiter. Ich nehme jetzt auch meinen Laptop, Leute. Ich wollte jetzt eigentlich mit euch noch andere Sachen kurz machen. Ich nehme euch mal hoch, meine Brüder und Geschwister. Shalom, Bruder. Shalom, shalom. Wie geht's dir, Bro? Gottes Segen. Sie doch nicht bei mir. Oh, warte mal. Muss man meine App neu starten, Bruder? Ich komme gleich. Ja, kein Problem. Starte sie neu. Ist doch gar kein Problem. Flexer, Bruder. Ja, Bruder. Ich will nur schnell hier einen Knockout verteilen.
dass er uns hier etwas von Kinderehe oder sonst irgendwas für die Worte bringen Bruder, ich weiß wollte. doch, dass der lügt. Ich weiß es. Guck mal, ich hole ihn sogar hoch, weil der labert Müll. Der soll nochmal hochkommen. Ich mache einen Kurzprozess mit dem. Kannst du mich, schnell groß machen, damit du mir das beantworten kann, Bruder? Nur kurz schnell. Ja, ja, kein Problem. Ich danke dir. Wir machen das. Kurzer Knockout jetzt. Kurzer Knockout jetzt, Alter. An alle Zuschauer, liebe Geschwister, ihr könnt alle hier lesen. Wenn du kurz den Chat wegnehmen könntest, Flex oder so, damit alle schön hier einen Überblick haben. Das sehen die Leute schon. Das sehen die Leute schon. Okay, das ist eine Sorge. Warte mal, ich tue Chat mal kurz deaktivieren, Leute. Warte. Ich bitte alle im Chat, das mal zu lesen. Das ist eine sogenannte Fatwa-Nummer. Eine Fatwa wird gestellt, wenn ein Gläubiger eine Frage hat. Und diese Fatwa-Nummern, die sind akzeptiert und die müssen beachtet werden. Ich bitte euch, den Text zu lesen. Das war die Frage eines Gläubigen und die Antwort eines hohen islamischen Gelehrten, liebe Geschwister. Diese Fatwa-Nummer kann man im Internet auch nachprüfen. Absolut kein Problem. Und das ist das wahre Gesicht des Islam, wenn sie probieren, hier Kinder eher zu vertuschen. Ihre Bücher schreiben da ganz etwas anders. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt. In unserer Religion gibt es sowas nicht. In unserer Bibel gibt es sowas nicht in dieser Hinsicht. In unserer Religion sind Kinder geschützt. Und das ist ein wichtiger Fakt, liebe Geschwister. Und hier ist die Fatwa-Nummer der islamischen Welt. Können alle nachprüfen. Hier geht es um einen Säugling. Und wie sich ein erwachsener Mann mit einem Säugling verhalten darf, wenn sie zusammen verheiratet sind, was im Islam erlaubt ist. Siehst du, Flexer, Bruder? Unglaublich. Ich lese es mal vor. Also Al-Fatwa, Al-Astaghfirullah. Guck mal, wie dreckig, Alter. Frage, ist es erlaubt, dass gesäugt wird und es ist erlaubt, mich mit ihr zu vergnügen, indem sie Küsse und andere unschädliche Handlungen außer SEX ausführe? Pui, Alter, wie ekelhaft, Alter. Mamma mia, Alter. Boah. Jetzt ist die Antwort. Widerlich, Alter. Soll ich lesen, Bruder, oder willst du? Bruder, ich kann das nicht lesen. Das ist einfach widerlich, Mann. Was für Gedanken die schon haben, Alter. Es ist wirklich ekelhaft, aber ich würde wirklich gerne die Antwort auch so, dass jeder gehört hat, einfach vorlesen. Ich mach das sonst, Bruder, wenn es dich erst mach, wirklich mach, ich küsse dein Herz, Bruder, mach. Okay, die Antwort ist natürlich, wenn der Ehevertrag die islamischen gesetzlichen Anforderungen erfüllt, dann gilt sie in jeder Hinsicht als seine Frau. Und er darf sie ansehen, berühren, küssen. Er darf keinen Sex mit ihr haben, bis sie Sex ertragen kann, ohne ihr Schaden zuzufügen. Das, liebe Freunde, ist der Islam. Das ist absolut ekelhaft. Ekelhaft in jeder Hinsicht. Und dies erlaubt auch ihr Gott, der sich Allah schimpft. So, und ich möchte noch kurz was sagen. Der Kerl, der vorhin drinne war, ich kann euch sagen, was deren Taktik ist. Ihr wisst ja, Leute, wir sind ja... ihr könnt die Chats wieder aktivieren an die ganzen Modis. Ich küsse eure Herzen. Falls ihr gemerkt habt, Leute, die kommen nur hier rein, um Unruhe zu stiften. Und sie kommen rein, sie wollen nur widerlegen. Sie suchen nur einen kleinen Fehler, wo sie gleich ein Video machen können und das bei sich reinstellen können. So dämlich sind sie schon. Ja. Und ich mache nochmal eine ganz, ganz klare Ansage. Es ist egal, wie oft ihr mich meldet. Ihr könnt mich nicht sperren. Nochmal. Das ist eine klare Ansage hier. Ihr könnt mich nicht sperren. Ich sag das nochmal. Ja? Nochmal, um das klarzustellen, ja, sie suchen nur nach Fehler. Sie suchen nur noch nach Fehler, so ganz, ganz kleine Sachen, ja, damit sie ein Video erstellen können, ja, und sich darauf aufgeilen können, wie sie weiterhin ihre Lügen, sagen wir mal, sie freuen sich einfach, wenn sie lügen. Ja, die finden das gut. Und Leute, wir sind in der Wahrheit, Leute. Ja, wir sind in der Wahrheit, Leute. Das ist einfach so. Wir sind in der Wahrheit. Wir bleiben bei der Wahrheit. Und wir werden sie immer anhand der Schriften, werden wir sie immer widerlegen können. Egal wie. Egal wie. Ich habe gemerkt, die Bibel ist so mächtig, Leute. Und es ist die Wahrheit. Es ist einfach die Wahrheit. Ja. Und Leute wie diese Menschen, die sowieso nur reinkommen,
und versuchen wollen, die Bibel zu verdrehen. Und ey, Bruder, Schippe, hast du das gesehen? Der ist reingekommen, Bro. Und dann hat er diesen Text, nur diesen Text gezeigt. Und hast du gesehen, wie er das rausgeschnitten hat? So richtig, genau. Ja, klar. Hast du das gesehen? Ja, ja. Mann. Ja, diese Masche kennen wir ja schon. Alles aus dem Kontext reißen, oder? Genau, und er denkt, er kann mich damit verarschen. Mhm. Er denkt wirklich, er kann mich damit verarschen. Ich denke mir so, Kerl, mit wem redest du hier? Weißt du? Ja, ja. Ja, das ist so. Aber ja, die vergessen, dass du es drauf hast, Digga. Und ich würde nur sagen, Flexa, mach weiter so, Bruder. Ich wünsche dir Gottes Segen weiterhin. Und wenn du uns brauchst, du weißt, wir sind da. Wir haben auch Infos. Wir haben Hadithe. Das haut sie alle um, Bruder. Mach dir keinen Kopf. Ich weiß nicht. Gottes Segen, Bruder. Oh, mein Sag mal, kann es sein, dass wir die ganze albanische Mafia hier bei mir haben, oder ja, was? Ja, Bruder, du da, hast die ganze. Bruder! Ja. Achtung, zu den Typen zusammen. Okay, jetzt beweise ich allen das Gegenteil. Komm mal her. Komm mal her. Warte, ganz kurz, Bruder, ganz kurz. Dona, schreib noch mal kurz rein. Und dann, Dona, gebe ich dir Rechte. Nico hat gesagt, ich soll die Rechte geben. Ich habe es jetzt erst gelesen. Abgeblendet, Bruder. Gibt's keine kleinen Moment, Bruder, ich küsse dein Herz. Dona, du musst kurz reinschreiben, damit ich dir Rechte geben kann. Kommentare sind Nico aus. Jetzt, genau. Okay, Moment. So, Moderator hinzufügen. So, jetzt, Dona. So. Nein, du hast es gesehen. Ja, mach mal groß. Ja. Nein, pass mal auf. Okay, hier, das ist es, okay? Jetzt geh mal weg. Guck mal, hier. Das ist das, was er meinte, pass auf, hier. Dass ich kein. Okay? Ja. Okay? Alle sehen es, okay? Warte, Bruder, warte. Warte, wo ist der? warte, jetzt, die Leute können es auch aufnehmen. Warte. Leute, alle aufnehmen. Pontius Pilatus, okay. Du kleiner Lügner, du. Jetzt. Guck mal, pass mal auf. Warte, darf ich was reden? Und Nein. Stummin. Danach kannst du machen. Stummin. Flex, Stummin. Ich hab ihn gekickt. Okay. Ah, dieser Lügner. Warte. Oh, er hat recht. Warte. Hier ist der Originaltext. Hier. Jetzt warte. Ich kopiere den mal. Warte, ich muss den kurz kopieren. Ich hatte den vorhin so vorbereitet, aber meine Frau hat weggeklickt. Okay, ich kopiere den. Ja. Okay. Jetzt wird's böse. Warte. Ey, Leute, alle tippen. Ich renne jetzt weg. Ich sag's dir, wenn jetzt was anderes kommt, ich renne weg. Warte. Ich renne jetzt weg. Bitte? Oh. Jetzt wird's böse. Leute, auf die Plätze. Denn. Oh. Okay, also, bitte übersetzen, okay? Dieser Urtext. Ja. Oh. Jetzt wird's böse. Oh. Warte, einen Moment, warte. Hier. Wo ist es? Hier. Das ist böse. Also, ja. Oh. Jetzt geht es, Bruder. Oh, verweilen soll er tun, was er will. So ist es keine Sinn. Hier der Urtext. Ich lüge nicht. Hier der Urtext. Ich lüge nicht, was ich eingetippt habe. ChatGPT, guck mal. Oh, wo ist die Tochter? Hey, wo ist die Tochter? Hallo. Wo ist die Tochter hin? Das sind so ekelhafte Personen, Bruder. Hallo, wo ist die Tochter hin? Oh, ja, wo ist sie denn? Hey. Wo ist die Tochter hin? Da unten Fehler. Ey, ich mach mich mal ganz kurz groß. Wo ist die Tochter hin? Sag mir mal einer. Guck mal, dass ich nicht lüge. Wo ist die Tochter hin? Jetzt selber verarscht, oder wie? Warte, ganz kurz, Bruder. Ganz kurz, ich mach mich nur groß. Pontius Pilatus. Du bist der größte widerliche Lügner, ja. Deswegen haben wir Brüder hier, die kommen und euch sofort widerlegen, weil ihr Lügner seid. Ihr seid wirklich, also dass eure Nase nicht gewachsen ist durch diese ganzen Lügen, ja, Mushrik. Bruder, du bist ein Mushrikun. Wo ist die Tochter hin? Das ist unglaublich, unglaublich, Geschwister. Wo ist die Tochter?
Knockout, Bruder. Knockout. Leute, bitte aufnehmen. Leute, bitte aufnehmen. Bruder, alle aufnehmen. Alle Bruder, aufnehmen. Das stelle ich bei mir hier. Oh, ich weiß gar nicht, wie man aufnimmt, Bruder. Keine Ahnung. Liebe Geschwister, ich wollte nur schon drauf. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Flexa, bleibt dran. Gottes Segen, liebe Geschwister. Gottes Segen, Bruder. Menschenfresser, Bruder. Nicht Fresser, Fischer. Achso. Schipata, gehst du raus? Ja, außer du brauchst mich noch ein bisschen, Bruder. Ja, Bruder, mir egal, wie du willst. Du kannst auch hier oben bleiben oder du kannst, wie du willst. Das ist. Ja, ich muss nämlich dir überlassen. Ich habe noch ein bisschen zu tun mit meinen Kindern, aber ich bin nur schnell raufgekommen, um noch etwas hinzuzufügen. Ich danke dir vielmals, dass du mich aufgenommen hast. Gottes Segen, Geschwister. Bruder, du bist immer willkommen, das weißt du. Danke euch vielmals, Geschwister. An meine ganzen albanischen Christen, die hier sind, ihr seid immer willkommen. Leute, ihr seid. So ihr meine Brüder seid, so bin ich auch euer Bruder. Ganz einfach. Ne? Sag ich ganz ehrlich. Bruder Herz Flex, ich. Hey, aber warte, Menschenfischer, ganz kurz. Hey, Leute, ich muss eines erwähnen. Habt ihr gesehen, was für Lügner das sind, ey, Leute? Ey, die lügen, ey, die Nase wächst die nicht. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Das ist ein Deutscher doch, gelernt. Siehst du doch, Bruder, das siehst du doch beim Liebe zum Dings, dass das die Nase wächst. Ja, Bruder, seine Nase, die ist bald auf Boden. Ja. Wahnsinn, ey. Krass. Ich wollte nur kurz was sagen. Ich bin auch dann gleich weg. Alles gut, Bruder. Du hast hier gute Zuschauer. Abu Kazem, ich wollte was zu Abu Kazem sagen. Abu Kazem, wenn du Eier hast, TikTok sportlich, heute 20 Uhr, du gegen mich, nicht wie beim letzten Mal, so feige mich stumm, die ganze Zeit stumm, wenn ich antworten möchte. Du ist gegen der mich, hier überhaupt, Bruder? Komm zu mir, mein Live, und wir machen Debatte, wenn du Eier hast. Ach, das war Abu Kazem? Ja, das war Abu Kazem. Guck mal, dieser kleine Lügner. Ey, und der lügt eiskalt vor 300 Leuten und sagt, ich habe aber meinen anderen Account Bruder, nicht so viel. Bruder, ist Abu Kazem hier überhaupt? Nee, aber seine Geschwister sind hier in seinem Chat. Ach so, oh, okay. Und deswegen, ich habe gerade mit dem privat geschrieben, ich habe ihm das angeboten, aber er wird kommen, wenn ich das öffentlich mache, weil er wird sich dann, weißt du, er wird sein islamischer Stolz wird angekratzt. Deswegen, Abu Kazem, du gehst. Aber Leute, habt ihr gesehen, wie der gelogen hat? Ich so, hey, das nächste Mal komm mal bitte mit deinem richtigen Account. Mein anderer Account hat nicht viele Follower. Ich hab gesagt, komm mal bitte mit deinem anderen Account. Richtiger Pinocchio. Ja, der, habt ihr gesehen, Video, der hat mich die ganze Zeit gestummt. Ich will antworten, der stummt mich. Der hat mich nicht mal einmal ausreden lassen. Aber trotzdem, in dem Sinne, er hat sich blamiert, seine eigenen Geschwister haben ihn ausgelacht. Er hat sein wahres Gesicht gezeigt, wenn einer Wissen hat, lässt er nicht reden. Deswegen war das schon gut, aber ich will jetzt eine faire Debatte auf meinem Channel. Ja. Komm vorbei, trau dich, wenn du ein Mann bist. Ich warte auf dich. Bruder, wie soll jemand eine Debatte annehmen, der sowieso nur mit Lügen kommt? Der lügt doch, sobald der La gesagt hat, ist schon gelogen. Ila ist schon gelogen, Bruder. Ja, nee, ich will ihn einfach nur zeigen. Dass, Mund aufmachen. Ich will einfach nur zeigen, dass sein Prophet, seine Tante, die gestorben ist, aus dem Leichnam mit der Bunga Bunga gemacht hat, damit er sie segnet, im Himmelreich kommen. Ich will ihm mal ein paar Sachen zeigen, damit die mal sehen, was die für einen Propheten haben. Da können die mit ihren Lügengeschichten machen, was sie wollen. Yeah. Wir haben die Wahrheit, wir kennen die Wahrheit und fertig. Erzähl kein Müll. Guck mal, Jesus war auch... Was erzählt kein Müll? Deine Leute lügen, wie gedruckt eure Nase bleib mal ruhig. Warte mal, Aziz, kurz, warte mal. Bleib mal ruhig. Christian hoch, diesen Bruder, der ist da, Rob Christian. Immer Rob ruhig. Christian, ja gleich. Immer mit der Ruhe. Hello, Bruder. Aziz, es bestätigen deine Schriften genau das, was ich sage. Sogar dein Prophet hat sogar einen gefragt, wer hatte nicht Geschlechtsverkehr vor 24 Stunden gehabt? Der soll bei meiner Tochter in seinen Leichnam gehen und sie schänden. Was bist du denn für einer, der so etwas glaubt? Sag mal kurz ruhig, du hast genug geredet. Hör mal zu, Jesus selber war ein Muslim, okay?
hat der Alte gedreht. Jedes Mal dieselbe Story. Der war Moslem. Der war nie ein Moslem. Eine Lüge. Jesus hat gepredigt. Er hat gesagt, es ist ein Schwein weg. Es ist ein Moslem. Oder sogar Dinosaurier waren Moslems. Ja, Mann. Ey, Aziz, hast du mal deinen Shaitan gefragt, ob er den Islam angenommen hat, wie von Mohammed, der Shaitan? Du weißt schon, dass Mohammed Shaitan den Islam angenommen hat und die Schahada ausgemacht hat. Ich beleidige dich, oder? Ich beleidige auch. Nein, ich beleidige dich nicht. Das ist eine Hass. Weißt du, warum? Leute, ich geh mal auf Jesus Flex. Ist ein Moslem. Ich geh mal Flex. Drauf ein. Stummt euch mal alle. Flex. Und dann Flex. Fragen wir mal, wie Jesus gebetet hat. Guck mal. Alle nur kurz stummen. Also Aziz, erstmal, Löwe. Erstmal hat Jesus selber zu Gott gebetet, ja. Und ja. Er hat auch selber. Was hat er gesagt? Guck mal, der sagt doch ganz einfach, es ist nicht mein Weg, das ist Gottes Weg. Okay? Das kann ein kleines Kind verstehen. Wenn ihr das nicht verstehen könnt, dann tut es mir leid für euch. Aber es ist ganz einfach. Darf ich dir was fragen? Ganz kurz, zweitens, müsst ihr euch das in euren Kopf reinmachen. Dann, wenn Gott so schwach ist und sich fangen lässt und kreuzigen lässt, Bruder, was ist das denn? Er hat nie gesagt, er wurde nicht gefangen, es war sein Wille, er wollte es. Warte mal ganz kurz, wenn ich jetzt egal, das ist ganz normal logische Frage, wenn ich jetzt einfach zu dir nach Hause komme, dich kaputt schlage, dich ein Kreuz hänge, ey, das erzählt mir doch kein Mensch. Kein Mensch sagt doch, ja, okay, fang mich, häng mich auf. Das geht doch nicht. Weißt du, was wirklich... So, guck mal, wisst ihr, was das Problem bei euch ist? Und ein Gott wird sich niemals sowas... Die wird sich niemals von niedrigen Menschen... Warte mal, lass mich reden. Du hast genug geredet. Du erzählst sehr viel Hirngespinst hier drin und da steht sogar in der Bibel. Lass mich mal ausreden. Du erzählst sehr viel Hirngespinst. Sogar die Bibel selber sagt, dass Leute wie ihr Hirngespinst erzählen und Weissagen und Lügen in meinem Namen, steht sogar in der Bibel drin. Dass ihr nur Lügen verbreitet, Schrecken, Terror. Das ist das, was ihr könnt. Gott ist gekommen, um deine Sünden auf sich zu nehmen. Denn er möchte mit dir eine Gemeinsamkeit im Paradies haben. Gott ist nicht gekommen, um Hallo, er ist gekommen, weil er dich liebt, mein Freund. Okay, und wenn ich dich jetzt frage, warte, lass mich mal reden. Wenn ich dich jetzt frage, Aziz, würde Gott für dich alles tun, ja oder nein? Gott muss für mich nichts tun. Wir müssen zu dem Gott stehen. Nicht, du hast mich nicht verstanden. Liebt dich Gott? Okay, ich stelle dir die Frage anders. Ja. Liebt dich Gott, ja oder nein? Der liebt jeden. Natürlich liebt er jeden. Ja, also, warum hinterfragst du Gott? Ja, warum tust du das? Er liebt dich und deswegen hat er das getan. Aber ich erzähle dir mal was. Du sagst, der stirbt für Sünden von jedem. Meinst du, die Leute, die Kinder vergewaltigen, Kinder, was ich auch immer machen, später... willst du mit dem in Paradies sitzen oder was? Ich will das nicht. Egal, ich kann es nicht verzeihen. Deswegen Gott ist hart am Strafen. Der ist hart am Strafen. Also ich mache das jetzt mal klar, mein Freund. Daran merkt man, ich habe extra jetzt Timer reingemacht, weil du erzählst so viel Hirngespinst und so viel Müll. Da muss man wirklich direkt die Brüder und die Geschwister erklären von dem, was du da gerade sprichst. Erstens, wenn irgendwelche Pfarrer oder was auch immer Kinder anfassen, dann hat das mit der Bibel nichts zu tun, sondern der Mensch ist derjenige, der die Fehler macht. Weil wir Menschen haben einen freien Willen, ja, aber der Mensch ist derjenige, der Fehler macht und nicht die Bibel. Denn die Bibel lehrt uns, keine kleinen Kinder anzufassen. So, jetzt gehst du raus, das kannst du wohl nicht mehr hören, ne? Ja, 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36. Leute, bitte alle in 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36 gehen. Da steht ganz klipp und klar drinne, die Frau muss über die Reife sein. Ja, ganz einfach. Die Wahrheit tut einfach nur mal weh. So, jetzt mache ich erstmal
Show beenden. Bruder, darf ich mal was dazu sagen zu seiner Aussage? Und Bruder, seine Aussagen waren so hohl, hat ja, nichts drin, das hat kein Gewicht, was er gelabert hat. Nur wenn Müll. Wenn er noch drin ist, Aziz, mein Freund, ihr sagt ja immer, wie kann ein Mensch für eine andere Sünde sterben? Wieso sagt dein Allah, wieso tauscht dein Allah die Sünden der Christen mit den Sünden der Muslime auf? Das heißt, wir Christen, die teilweise sündlos sind, gehen in die Hölle und ihr kommt aus der Hölle raus und geht in den Paradies, laut euren Schriften. Also aber es kann doch kein Mensch die Sünden von den anderen aufnehmen. Dein Allah aber sieht das zu, dass wir das können. Was ist das für eine Aussage? Zweitens, der Herr Jesus Christus kam als Mensch hierhin. Er war der Lamm, das Lamm Gottes. Das Lamm, was für unsere Sünden gestorben ist am Kreuz, damit wir errettet sind, die an ihn glauben. Er hat sich nicht fangen lassen. Er wollte das so, dass es so passiert, damit die Prophezeiungen in Erfüllung gehen im Alten Testament. Guck mal, die reden über unsere Bibel, Bruder. Okay, die reden über unsere Bibel, aber soll ich dir mal ein Hadith zeigen über das Paradies? Bruder, du kriegst Schock des Lebens. Ich zeig dir mal. Guck mal. Leute, oh, seid ihr alle bereit? Ganz kurz, bevor der dieses Thema kurz, möchte ich abschließen mit den Kindern. Matthäus 18,6. Wer aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er an die Tiefe des Meers versenkt würde. Punkt. Ganz einfach. Ganz einfach. So, Leute, also eine Sache, was wir gelernt haben, ja, 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36, wir dürfen keine kleinen Kinder anfassen, denn die Frau muss über die Reife sein. Hinaus, ja, wir rechnen sogar mit 21 bis 23, 24, das heißt, sie muss über die Reife sein, ja. So, das ist das Erste, was wir schon mal gelernt haben, ja, und das ist das, was wir jetzt als Christen wissen, ja, die meisten wissen das ja natürlich, ja, keine kleinen Kinder anfassen, ist ja klar, über die Reife hinaus, ja, die Frau muss über die Reife hinaus sein, ja, und nicht irgendwelche kleine Kinder. So, jetzt schauen wir mal, was in deren Schriften drin steht, Bezug zu dem, was denen gegeben wird im Paradies. Jetzt sind wir mal einfach mal gespannt, Leute. Leute, seid ihr eigentlich bereit? Seid ihr ready, Leute? Haltet euch ganz dolle fest. Und dann wollen wir sehen, bereit, Bruder. Ob das mit Gott eine Gemeinsamkeit hat. Denn das, was ich euch zeigen werde, hat mit Gott keine Gemeinsamkeit. Und deswegen machen wir diese Aufklärung hier drin. Es geht hier nicht mal um Hetzen, sondern wir klären ganz normal auf, Leute. Okay? Ich zeig's euch, Leute. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Guckt mal, Leute. Öffnet mal Sunan Ibn Majah. Ja, das ist Hassan, das ist gut eingestuft, Hassan, das kann man akzeptieren. Sunan Ibn Majah 2014. Okay. The Messenger of Allah said, no woman annoys her husband, but his wife. Among the Huris of Paradise, do not annoy him, may Allah destroy him. For he is just a temporary guest with you, and soon he will leave you and join us. So, Leute. Also, ihr habt hier gesehen, ja, hier, das ist ein Hassan, das ist ein sehr, sehr guter Hadith. Ich erkläre euch mal diesen Hadith. Ja, ich drehe jetzt mal meine Kamera um. Also, Leute, das heißt, jeder, der hier gerade drin ist, das heißt also, ja, wenn du im Paradies bist, ja, wenn du im Paradies bist und deine Frau wird widerspenstig und sagt, hey, warum bist du mit dieser Huri gerade, warum bist du mit dieser Frau gerade? Wehe, du wirst im Paradies widerspenstig. Allah wird dich gleich zerstören. Das ist in diesem Vers gemeint. Do not annoy him, may Allah destroy you. Wehe, du bist im Paradies frech. Allah wird dich sofort zerstören. Ich dachte, sowas gibt es im Paradies nicht, wenn wir im Paradies sind. Was ist denn das? Das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit.
Überleg mal, Leute, wir sind alle im Paradies. Ja, und wir haben Frauen. Ja, und das mit den Frauen, das ist sowieso krank, mit den 72 Jungfrauen. Das ist sowieso so krank. Ich weiß gar nicht mal, warum man überhaupt an sowas glaubt. Das ist sowieso das Schlimmste überhaupt. Ja, da oben, das ist wie ein Bordell eigentlich, müsst ihr euch vorstellen. Und dann laufen da wirklich so junge Knaben rum, die mit Perlen... Die, oh, nee, Alter, das ist... Ey. Puh, Wahnsinn. Das ist krank. Das ist krank. Mann. Ja, und ihr müsst euch mal vorstellen, wenn die Frau sauer wird, ja, dass der Mann eventuell mit einer Huri irgendwas, wehe, sie wird widerspenstig. So wird Allah kommen und sie zerstören. Was ist denn das? Im Paradies, überlegt mal, Leute. Im Paradies, so, ey, Mann, ich kann nicht drüber reden, das ist mir zu dumm eigentlich. Also, mir ist lieber eigentlich über die Bibel zu sprechen, weil das ist mir echt zu dumm. Das ist mir echt zu dumm. Also, wenn es um Sex geht in der Bibel, Leute, ja, wenn es um Sex geht in der Bibel, Leute, ja, dann geht mal auf 1. Mose, Kapitel 30, Vers 16, Leute, ja, und zwar, Moment, so, jetzt haben wir den Vers. So, Leute, geht mal alle auf 1. Mose, Kapitel 30, Vers 16. Also, wenn es um Sex geht in der Bibel, das wird so schön erklärt, ohne dass man diese perverse Gedanken hat. Ich möchte bitte, Leute, dass ihr alle auf 1. Mose geht, Kapitel 30, Vers 16, Schlachterversion. Wir nehmen jetzt einfach mal die Schlachterversion sogar. Ne? Schlachterversion ist auch nochmal gut. Ne? Alle, die bereit sind, bitte Daumen nach oben. Ich lese es euch nämlich gleich vor. Alle bitte Daumen nach oben, ganz, ganz wichtig. Alle, die gerade ready sind, ich will es euch vorlesen. Wenn es um Sex geht in der Bibel, ja, dann wird es wirklich so erklärt, ohne irgendwelche ekelhaften Gedanken wie du hast eine Kraft von 100 Mann und er hat alle Frauen gepimpert in einer Nacht. Sowas wirst du hier in der Bibel nicht finden. Mit du wirst eine Kraft von 100 Mann haben, so ein Ding und so. Sowas gibt's bei uns in der Bibel nicht. Und deswegen haben wir wirklich eine schöne Lehre. So, auf jeden Fall. Fangen wir mal an, 1. Mose, Kapitel 30, Vers 16. Als nun Jakob am Abend vom Feld kam, ging ihm Lea entgegen. Okay, Lea war in der Nähe, ja, entgegen und sprach, du sollst zu mir kommen, denn ich habe dich erkauft. Okay, so, ich habe dich erkauft und die... Alraunenfrüchte meines Sohnes und er schlief in jener Nacht bei ihr. Da steht nicht drinne, dass, keine Ahnung, Jakob ein Ding hat wie sonstiges was und was mit ihr hatte, sondern er schlief in jener Nacht bei ihr. Das hört sich viel gesünder an, viel besser an, sauberer und nicht dieses Perverse so hinzugefügt. Und da wissen wir ganz genau, dass das Gottes Wort ist, denn hier gibt es nichts Perverses in der Bibel, sondern es wird ausführlich normal erklärt, ohne irgendwelche perversen Gedanken hier. Ja, und daran merken wir einfach, dass die Bibel die Wahrheit ist. Ja, es ist einfach so. Ja, also wenn die Brüder mich korrigieren wollen, gerne, ne, das ist gar kein Problem. Ganz einfach. Wie gesagt, wieder locker, mein Lieber. Wie geht's dir? Shalom, Bruder. Mir geht's gut. Danke. Wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Mir geht's hervorragend. Und sonst, was macht das Leben? Gut, Bruder. Sehr schön. Mein Sohn ist da bei mir, weißt du? Jetzt oh, okay. Was macht ihr? Ja, er ist jetzt Fernsehen und schauen, weißt du? Vorher waren wir viel schauen. Und jetzt habe ich gedacht, lass ein wenig Fernseher schauen, komm ein wenig da. Mit euch. sehr schön, natürlich, natürlich, natürlich. Ist doch gar kein Problem. So, nichtsdestotrotz, Leute, ich habe nochmal einen sehr, sehr schönen Vers für euch.
Es ist ganz wichtig, dass ich auch darüber aufkläre, Leute. Und zwar Gewalt, Drohung. Leute, das will ich euch nochmal sagen. Wir Christen dürfen niemals drohen. Niemals. Ich sag euch nochmal, Leute. Niemals dürfen wir Christen drohen. Ich kann euch auch sagen, warum. Der Herr würde niemals sagen, greife zum Schwert und töte damit. Niemals würde unser Herr das sagen. Deswegen, Leute, gebe ich euch einen Vers. Okay? Den Vers kennt ihr auch schon. Ja, ich bin fest davon überzeugt, alle kennen diesen Vers, aber ich gebe euch diesen Vers. Merkt euch das. Droht niemals. Ihr könnt euch verteidigen, aber droht nicht und greift auch nicht zuerst an, Leute. Niemals. Das sollt ihr nicht tun. Und zwar in Matthäus 26, Vers 52, ja, lesen wir, da sprach Jesus zu ihm, steck dein Schwert an seinem Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Keine Gewalt, Leute. An die ganze Community, jeder Einzelne, der hier drin ist, der mir zuhört, wirklich. Es ist äußerst wichtig, Leute, ja, greift nicht zum Schwert, haltet euch fern, versucht dem Stress so gut wie möglich immer aus dem Weg zu gehen. Ja. Immer den Stress aus dem Weg zu gehen, Leute, es ist ganz, ganz wichtig. Greift niemals an. Aus dem Weg gehen, wenn ihr euch nicht verteidigen könnt, wenn ihr irgendwie aus dieser, sagen wir mal, Situation nicht mehr rauskommt, ist klar. Ja, ihr könnt euch verteidigen. Aber niemals zum Schwert greifen und jemanden angreifen. Denn das ist nicht der Christentum. Das ist nicht das Christentum. Die anderen, die dürfen das. Und das werde ich euch heute beweisen, Leute. Ne? Wir sehen hier ganz genau den Matthäus-Vers. Sagt Jesus klipp und klar, Leute. Habt ihr alle die Bibel da, Leute? Ist ganz wichtig. Habt ihr die Bibel da? Weil wir machen jetzt einen sehr, sehr guten Vergleich, Leute. Und es ist äußerst wichtig. Wer hat denn alles die Bibel da? Bitte alle mal Daumen nach oben oder mal ein Herzchen, Leute. Ne? Alle mal Herzchen, Daumen nach oben oder so. Ne? Very, very important. Super, super, super. Leute, ich küsse eure Herzen. Ne? Matthäus 26, Vers 52. Sagt Jesus ganz klipp und klar, lege das Schwert weg. Denn wer das Schwert zieht, ja, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Deswegen, Leute, wir sehen hier, das ist eine gesunde Lehre. Das ist das, was der Herr Jesus Christus uns lehrt. Greif nicht zum Schwert. Greif nicht zum Schwert. Aber jetzt gehen wir mal auf Sure 9, Vers 29. Das ist die Lehre einer anderen Religion. Ja. Jetzt wollen wir mal sehen, ob sie zum Schwert greifen dürfen. Ob ihr Gott das erlaubt. Jetzt schauen wir uns das mal an. Ne? Jetzt schauen wir uns das mal ganz in Ruhe an. Moment, Leute. So. Ganz kurz. So. So, Leute. Und zwar Sure 9, Vers 29. Ich glaube, viele von euch sind mit diesem Vers schon vertraut. Ihr kennt diesen Vers wahrscheinlich schon. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen. Von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Also die meisten Muslime sagen ja immer, es ist aber zu der Kriegszeit, ja. Aber jetzt gehen wir mal in diesen Tafsir rein, Leute. Ja, lasst uns mal in diesen Tafsir mal reingehen und uns mal diese Geschichte mal ganz genau anschauen. Ja, also Leute, wenn ihr in den Tafsiren reingeht, ja, in den Tafsir, in At-Tauba, ja, Vers 29 geht, Sure 9, Vers 29 und die den Tafsir Al-Jalalain nimmt, ja, steht da ganz klipp und klar, dass wenn wir Christen und Juden, ja, das ist kein Geheimnis, Leute. Ich zeige euch das ganz kurz. Ne? Anstatt euch das vorzulesen, mache ich es euch ganz knapp. Hier, bitteschön, Leute. Ne? Das ist der Tafsir.
Tafsir al-Jalilain, okay, und das ist der At-Tauba. Ja, du gibst hier den Vers ein, ganz normal, und die Sure, und dann kannst du hier die Erklärungen noch dazu lesen. Da müssen wir eigentlich gar nicht viel pokern, weil das sind die Erklärungen, auch auf Arabisch. Ja, so, ich drehe jetzt nochmal kurz meine Kamera. So, ich mache euch das mal ganz kurz. Und deswegen sage ich, Leute, dass man von gewissen, sagen wir mal, Glaubensrichtungen sich entfernen muss, die nichts mit Gott zu tun haben. Jetzt frage ich euch alle mal, wenn ein Gott klipp und klar sagt, die Juden und die Christen müssen die Jizya zahlen. Ja? Jizya sind so eine Art Kopfsteuer. Ja, so, und das steht in diesem Tafsir drin, dass sie, die Christen und die Juden, wenn sie den Islam nicht angenommen haben, ja, die Jizya zahlen müssen. Leute, jetzt frage ich euch das mal. Hat das mit Gott eine Gemeinsamkeit? Nein, das ist der Teufel. Das ist der Teufel. Das hat mit Gott nichts zu tun. Denn Gott liebt alle. Gott liebt sogar die Feinde. Gott liebt alle. Es gibt kein Gott mag den nicht und Gott mag den nicht, sondern Gott liebt uns alle. Und sowas kommt nur vom Satan. Das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit. Ich hoffe, damit kann ich die Muslime die Augen öffnen, damit sie verstehen, dass das mit Gott nichts zu tun hat. Ja, bevor ich jetzt diesen Vers noch weiter anspreche, an alle, die zweifeln und die israelische Flagge sehen oder die armenische Flagge, Jesidenflagge etc. pp. Leute, ich küsse eure Herzen an die ganzen Aramäer, Jesiden und Armenier. Das ist ein unterdrücktes Volk und deswegen unterstütze ich sie und deswegen habe ich die Namen hier drin. Ne, ich küsse eure Herzen, macht euch keine Sorgen. Ja, Flex loves you guys, macht euch keine Sorgen, Leute. Ich liebe euch, Leute. Ne? Alles gut, ne? Ich weiß, die meisten sind immer so ein bisschen verwirrt, ne, und denken sich so, warum hat der Flex hier die ganzen Flaggen und wozu, was redet der hier, ne? Alles gut, Leute, ich küsse eure Herzen, ne? Also, wie wir sehen in diesem Tafsir, erklärt es ganz genau. Es ist ein gültiger Vers, ja? Looking for the truth. Kommen ihr sehen in den Habenhimmel, hä? In den Habenhimmel, keine Ahnung, was du meinst. Ihr müsst es auch ganz, ganz kurz und knapp. Wir Juden, wir Christen, wir müssen die Kopfsteuer zahlen. Ansonsten, wenn wir die Religion der Wahrheit nicht annehmen, ja, und damit ist ja was gemeint, der Islam. Wenn wir diese Religion nicht annehmen, dann gibt es eine ganz, ganz schnelle Nackentherapie. Ansonsten, Alternative, zahlt die Jizya. Das ist eine Kopfsteuer, die wir zahlen müssen. Ja. Ansonsten, wenn wir das nicht zahlen, dann entweder wir müssen das Land verlassen. Ja. Aber wie gesagt, auf Englisch ist es nochmal anders. Aber jetzt gucken wir mal, was die Schwester sagt. Holen wir mal die Schwester hoch. Die erklärt es uns das vielleicht mal. So, Schwester Mana, auf Arabisch hast du gesagt, steht da was anderes? Ja, klar. Das zeig steht uns das mal. Oktelu, das heißt um, bring um und nicht Katilu. Diese A zwischen die zwei Worte, die gleich geschrieben, aber nur A. A, das also heißt dieser, Oktelu. Also dieser Allah sagt, bringt um. Da steht auf Arabisch Katilu, aber in anderer, was ist, ja, da steht Katilu, ne, normal, wie du gesagt hast. Aber bei anderes, was ich gesehen habe, wo anderes, Katilu, Oktilu, das heißt, bring um. Verstehst du? Ist jeder, ist anderes geschrieben. Aber in die Wahrheit, Oktilu und nicht Katil, bring um. Wahnsinn. Wir haben mehrere Taube, ich habe bei mir, ich sehe das. Jeder schreibt anderes. Aber die, weißt du, was bedeutet Nasich und Mansuch? Das heißt also, die sind erlaubt, die haben die Erlaubnis von Allah bekommen, uns Christen und Juden zu therapieren, richtig? Ja, das ist mehrere Verse und steht. Das hat nichts mehr mit Gott zu tun.
Das hat nichts mehr mit Gott zu tun. Ich habe gedacht, du weißt das. Da steht doch in Taube. Doch, ich weiß es tatsächlich. Aber warum? Warum versuchen die dann andere Leute in dieser Sekte zu konvertieren? Ich verstehe das nicht. Ich kann dir erklären, wie. Ich habe das in meinen Augen einmal erlebt. Eine sehr religiöse Christ, die ich ihn kenne, die ich nicht mal glaube, ja. Einmal in sein Leben wird das Jesus verraten oder so. Kommt er zu mir, dann sagt er zu mir, ich bin zum Islam konfrontiert, ich hatte den Schock meines Lebens. Dann habe ich ihm gefragt, wie hast du denn konfrontiert? Dann er sagt, ja, ich bin zu einer Moschee gegangen, ich wollte nur was fragen. Dann hat der Moscheemann und ein anderer Mann seine Hand auf meinem Kopf was geredet und bin ich... Aber Schwester, weißt du, was das hypnotisiert. Ist? Hypnotisiert. Aber weißt du, was das Schlimmste ist, Schwester? Sobald du sogar diese Religion verlässt, bist du sogar ein Murtad. Die haben sogar noch einen Namen. Die geben dir sogar noch einen Namen. So in dem Sinne, so du Verräter. Aber im Christentum, wenn du das Christentum verlässt, da sagt nicht Gott zu dir, hey, du Verräter. Sondern du hast dein Leben lang Zeit, den Weg zu Jesus Christus zu finden. Bei uns gibt's sowas gar nicht. So wie du Murtad, du Verräter. Ja. Was ist denn das? Das hat mit Gott aber, nichts zu tun. Aber Felix, die hypnotisieren die Leute. Die hypnotisieren wirklich jetzt. Er hat irgendwas gelabert in seinem Kopf. Ein anderer Mann, ja? Und er sagt, ich bin ein anderer Mensch. Ich habe so was gespürt. Ich sag, was hast du gespürt? Sie haben doch keinen Heiligen Geist. Haben sie dich hypnotisiert? Und das ist das Simsalabim. Dieser Mann, Simsalabim. Ayaya. Ach, ich habe so viel mit ihm geredet. Ich sag, was redest du da? Was soll das mit dir? Du bist so gläubig. Was? Ich habe ihm erzählt, sag es mir, was haben sie dir erzählt über Islam? Er weiß gar nichts. Er hat keine Ahnung. Er hat keine Ahnung, aber er glaubt daran. Ja, weil, weißt du was, sie haben ihn wirklich, sie hypnotisieren die Leute, glaub mir. Sie hypnotisieren die Leute. Sie haben Leute, sie hypnotisiert den Leute, genauso wie du gehst. Und dann freuen die sich, denn sagen Alhamdulillah. Ja, klar. La ilaha illallah. Weißt du, was bedeutet Nasikh und Mansuch? Weißt du, was bedeutet das? Nasikh und Mansuch? Das bedeutet, jede Eier oder Sura, sie ist ganz, ganz schrecklich und schlimm, ne? Sie machen sie weg und schreiben sie nochmal ab. Aber was Schönes. Das heißt Nase von Menschen. Sie sagen, ja, die passt nicht Wahnsinn. In dieser Zeit. Das passt in 1400, jetzt passt sie nicht. Wir müssen sie weg und neuer machen. Aber guck mal schon alleine, ich habe ein Video gesehen, wo eine Katze, die haben doch immer diese Lieder, diese manipulativen Lieder, die so kennst du doch. Kennst du doch diese Lieder bestimmt, oder? Ja. Und da war diese Katze, und diese Katze war total so wie verhext, so richtig so Simsalabim. Ich habe ein Video vom Imam und Sheikh, die reden die Wahrheit. Ich habe ein Video vom einem ganz, ganz berühmten Imam, in ganzen arabischen Ländern. Sagt er, so in einer Fernseh-TV-Show. Guck mal, hör mir zu, jetzt kommt der Hammer, hör mir alle zu, jetzt kommt der Hammer. Sitzt er mit einem Mann, heißt Antoine, der ist Christ, der ist sehr berühmter Moderator, sagt ihm, ich bin jetzt eine Christ und du bist eine Muslim, was willst du mit mir machen? Wir dürfen euch essen, aber nicht gebratet, einfach nur roh. Nein. Ich habe den Video, aber ich weiß nicht, wer kann das verstehen, auf Arabisch steht. Sie dürfen essen, aber roh, nicht braten, darf man nicht. Der Mann, er sagt, jetzt verarschst du mich. Willst du mich essen? Wahnsinn. Was eine komische Sekte, ey. Das hat nichts mit Gott zu tun.
Und im Himmel steht al-Aulad al-Mukhalladun. Das heißt, die Jugendlichen, die Kinder, die sind auch oben wie al-Huriyya. Du darfst mit den, Entschuldigung, dieser Wort Sex machen. Die warte mal, aber ganz kurz, Schwester. Es ist ganz wichtig, weil wie gesagt, ich tue heute ein bisschen Remix. Ich spreche über die Bibel und in Kombination auch mit dem Koran und mit dem Hadithen. Aber eigentlich habe ich wirklich gesagt, ich will nie wieder darüber sprechen. Ich will nur noch über die Bibel sprechen. Aber wie gesagt, ich muss meine Brüder und Geschwister aufklären. Leute, es tut mir leid, wenn ich heute darüber spreche, aber wir müssen euch auch aufklären darüber, ne, damit ihr auch die Wahrheit kennt. Ne. Jeder Neue, der reinkommt, der weiß, was wirklich Sache ist. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen kombinieren, Leute. Ne, weil wenn wir nur über die Bibel sprechen und aber die andere Seite den anderen manipuliert und er die Wahrheit nicht kennt, müssen wir aufklären. Ja, es ist ganz wichtig. Ja, aber zurück zu dieser Hurelein, also diese Huris. Weißt du, Schwester, wir werden im Paradies eine Kraft von 100 Mann haben, wenn wir dort sind. Ja, und sie haben ihrem Ding diese unten wie eine Palme. Das heißt, ja, genau. Ist genau. So klein und sein Ding ist wie eine Palme. Stell mal. Astaghfirullah. Und gibt es Kinder, Jugendliche, die werden nie geblutet. Und ich frage mich, wie bluten? Ah, die meine, junge Knaben, warte, ich hab's ja, sogar, die junge Knaben. Die bluten nicht. Ich meine, sie wollen oben mit den Kindern das machen, mit jugendlichen Kindern. Und sie bluten nie. Ich meine, was ist das für eine Fantasie, pädophile Scheißdreck, ey, Entschuldigung. Ich zeige euch das, ich lese es euch vor. Also Sure 56, Vers 17 ist das. Unter ihnen gehen ewig junge Knaben umher, mit Trinkschalen und Krügen und einem Becher aus einem Quell. Ja, ja. Honig wie ein Ozean. Ich meine, wer macht denn den Honig? Meine Schwager macht eine Honig, bleibt er eine Woche machen. Wie soll er einen Ozean vom Honig machen? Schwester, ich mach das mal auf Arabisch und ja. Ich zeig dir das mal auf Al-Jalalain. Bitte, Schwester, sag mir, was da steht. Ich zeig dir das. Ja. Ich hoffe, kann ich sehen. Ohne Brille. Ja. Ich hab keine hier. Brille. Das ist, guck mal, Schwester, bevor du liest, ja. Das ist die Sura 56, Vers 17, okay? Aha. Und jetzt habe ich das eingegeben bei Tafsir al-Jalalain. Und das, hier geht es um die Jungen im Paradies. Was steht hier auf Arabisch? Ich weiß, Yatufu alayhim wildan mukhalladun. Die sind, okay, die Leute sind in Mitte und around, you know what's the meaning of around? Drumherum. Ja, rum, ja. Junge kleine Kinder, ne? Die sind ewig, die bleiben ewig, ne? Und was noch? Die bleiben ewig, diese Jungen bleiben ewig. Ja, und die woanders steht, dass sie bluten nie. Aber von wo bluten, bitte? Die Frage, von wo bluten? Ja, von wo denn? Da, wo man, du weißt schon. Ja, ich weiß. Wahnsinn. So perverse Ideologie. Mit Gott nichts zu tun. Überlegt mal, Leute, stellt euch mal vor, Jesus würde uns sagen, ja, junge Knaben, die im Paradies sind, das neue Israel, junge Knaben, ja, und diese junge Knaben werden niemals bluten, Leute. Überlegt mal, wie krank das ist, Leute. Ekelhaft. Überlegt mal, was für eine kranke Lehre. Wenn das da drin stehen würde, sofort verlassen. Weil das hat nichts mit Gott zu tun. Ja, das kleine Jungen, die niemals bluten. Und dann glauben die noch an so einen Humbug, an so ein Hirngespinst. Ja. Und dann wollen die uns sagen, dass unser Glaube falsch ist. Aber ey Mann, das regt mich so auf, Mann. Das regt und mich dann so. Sagt er, der Imam, der steht auch so, jeder von dieser Huriyya hat eine Brust so groß, ne? Und wenn sie sich ein bisschen sich schick so machen und dann kommt Flut auf die Erde. Was ist das? Wahnsinn. Das ist krank. Rob Christian, my brother. Hey, what's up? How you doing? I'm good. What about you? Happy Sunday. God bless you.
Happy Sunday, my brother. I'm always good. I'm here with the community. God bless you, brother. Hello, hello. We are speaking a little bit about the Bible and also about the Hura Lane and about the Huris and the young. Yeah, may Allah give you, Muslims a lot of Hura Al-Ain on this blessed Sunday and 80,000 young boys who do not bleed from behind. Yeah, they do not bleed from behind, by the way, you know. Leute, before we start, Rob Christian, let me say something quick to the community. An alle, die hier drinnen sind, Leute, das ist Rob Christian, der Bekannte aus YouTube. Ja, Leute, Rob Christian, bester Mann. Seine Videos sind einfach legendär, Leute, das kann ich euch sagen, Leute. Ja, Rob Christian, ich arbeite mit Rob Christian zusammen, ne? Wir streamen manchmal zusammen, reden hier ein bisschen über die Bibel, ne, und sprechen auch gleichzeitig, ja, und klären auch auf. Ne, ist ganz, ganz wichtig. Und Rob Christian nimmt wirklich jeden Hops. Er ist derjenige, der uns gezeigt hat, wie die Muslime das Wort, ja, wie die das Wort verdrehen, in dem Buch Hause Kol, der Talmud, genau. Wie sie das mit Rebecca, wie er das herausgefunden hat, das war der Wahnsinn. Da drin steht nicht, Rebecca ist 3 Jahre alt, sondern Jakob hat 3 Jahre gewartet, bis er Rebecca heiratet. Also, und wenn wir in den Schriften reingehen, sehen wir ganz genau, dass Jakob gewartet hat in einer bestimmten Zeit, bis er Rebecca geheiratet hat. Und deswegen, er ist derjenige, der es aufgedeckt hat, weil ich habe mir gedacht, so derjenige, der es in Talmud reingeschrieben hat, der ist doch voll der Idiot eigentlich, ne? Aber ich sag jetzt Jakob, Isaac, dankeschön, Nico, fürs Korrigieren. Das war Isaac, sorry. Und wir sehen aber ganz genau, ja, da steht in den Talmud drinne, er hat 3 Jahre gewartet, bis er sie heiratet. Nicht Rebecca ist 3 Jahre alt, sondern er hat 3 Jahre gewartet. Ja, und das hat er uns gezeigt. Und das finde ich wirklich sehr, sehr stark. Und deswegen, Leute, alle wirklich den Rob Christian mal folgen. Der Typ ist eine Maschine. Ne? Rob Christian, he's a legend. Ich sag's euch, Leute. Legend. Ja? Rob Christian, my brother. Ja, stimmt. God bless all of you. Richtig. Gott segne. Flex. Trying to learn German a little bit, guys. Flex. God bless all erzähl of you. I'm happy, erzähl ihn, was vorhin passiert ist. Erzähl ihn unbedingt. Der hat's verpasst. Erzähl ihn, was vorhin wie die uns anlügen wollten, wie ich den zersägt habe. Erzähl dir mal den einen. Oh da. Yeah. They oh, came right. With the. Well, let me show you the Bible first. 1. Korinther Kapitel 7, Vers 36. They came and they said, oh, you're allowed to marry your daughter. And he said, oh, look, this is, how's it called? Bruder, mach das mal groß, damit er es auch mal sehen kann. Den kann ich es auch erklären. Okay. This is insane. We have to show you something. This is so crazy how they switch words and how they lie. This is you know, this will backfire, right? This will immediately backfire on them. Schatzi. I know. So, okay. Brother, he fake. La 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 la. Hey, die Kinder gehen gerade voll ab, deswegen. Achtung, what's up, man? La 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 la. Wait, wait. Okay. Okay. Codex Sinaiticus, right. Okay. So, Rob, they... Yeah, Codex Sinaiticus, yeah. Yeah. So they took this word from the Korinther, Kapitel 36, oh, hold on, sorry, Kapitel 7, Vers 36, and they said, oh, you're allowed to marry your daughter, but then we took it from the, how's it called? Genau, we just translated it from the Greek words, and this is what comes out. Go back down. It's exactly what is written in the Bible. You're not allowed to touch a small kid. She has to, or the woman has to be above her menstruation. How is it called? Yeah. Yeah, she has to have her period, right? Yeah, right. She has to be above. So. Exactly. Yeah.
And no. One of the Muslims came here and he was trying to turn the words of God here, and I really expose him. I'm like, hey, come on, show us the complete context and let's see. Yeah. So yeah. Watch how this will turn against them, guys. Now that we saw that they are literally trying to butcher our text, which our text does not say. Watch what I will now do to them. Watch how what I now will do to them, because everything Muslims say, yeah, translate. Yeah. Everything a Muslim says will be turned against him in the court of law. Also Leute, alles was die Muslime sagen, wird gegen sie verwendet werden. Und natürlich, das weil sie glauben in Ibrahim und Adam und Moses und Isaac und alles. Ich habe das auch schon mal erzählt. Wenn jemand uns angreift im Alten Testament, weil die vor sie ist Adam, ist eine Prophet, Ibrahim ist yeah, Prophet. Sister Manel, Sister Manel, just a second, God bless you, Sister. رابي باركي انت تتكلمي اللغه العربيه يعني كويس يا واريد ترجمي لي للغه الالمانيه God bless you مره ثانيه look guys how I'm going to use it against them if you give me the big wait screen, Rob Christian give me one second also yes. Wenn es einen wahrhaftigen Muslim gibt der Arabisch kann der gegen Rob Christian jetzt debattieren möchte. Ich muss ihm vorher, Baby. Jeder von euch, ja, Rob Christian, 3 Minuten, 4 Minuten und der andere, wer auch immer kommt, auch 4 Minuten. Alle sind ruhig, keiner redet. Jetzt ist die Herausforderung da. Rob Christian ist hier. Lex, warte mal kurz. Yeah, let's let Hamdi come. Hamdi, stop running Hamdi, and stop Hamdi, hiding. Liebe zum Hadith und so, ich weiß, dass ihr aus außen zuguckt. Kommt rein und debattiert gegen Rob Christian. Ihr seid da. Yalla, Hamdi, komm. Hundertprozentig, ihr seid da. Watch Flex, if you give me the big screen, watch what I give you the big screen, bro. Yeah. Tawheed rein, like Tawheed. Allah. Oh, wait, Tawheed is maybe here. Hold on, Tawheed, komm her. Ich weiß sogar, in welcher Moschee du beten tust. Ne? Komm rein, mein Bruder. Ich küsse doch dein Herz. Alle raus, dann kommt das Essen alleine. Ja, wir warten jetzt erstmal. Vielleicht kommt jemand. Tawheed, mein Lieber. Ich küsse dein Herz, Bruder. Ja, ich weiß, in welcher Moschee du beten tust, mein Lieber. I kiss your heart, my bro. Ich weiß sogar, wie du aussiehst, Tawheed, ja? Du bist ungefähr 1,75 bist du groß. Alle seid ihr drinne. Ich weiß ganz genau, Tawheed, dass du hier bist. Du bist 1,75 groß, so circa, ja, und wiegst so zwischen 70 Kilo, ja. Und du gehst in einer bestimmten Moschee und ich weiß sogar, welche Moschee das ist, aber ich will das jetzt nicht publik machen, ja. Wow. Auf jeden Fall, Tawheed, komm rein. Ich weiß schon, wie du aussiehst, deswegen komm. Ich weiß auch, aus welcher Stadt du kommst. Aber ich küsse dein Herz, Mann. Komm rein. I kiss your heart, my brother. Come. Man muss stolz sein, dass sie immer die Alte Testament angreifen, weil sie haben nicht gegen die Neue Testament. Und das ist unsere Hauptreligion. Ja, Gummibärbande. Naja, gut zu schlimm. Rob Christian, I give you the big screen. Thank you, brother. Thank you for making me big like Allah. Kommt doch rein einfach. Ihr seid hier alle. Look, guys, they tried to attack the Bible and misquote and butcher the Bible and made the Bible say what it does not say. Like always, Muslims need to lie because they know everything that they try attack us with is in their Quran and Islam. Wait, hold on. Leave it like this. Leave it like this. Let me read. Incest in Islam. So oh my God, that's tough. Yeah. Zawaj in Maharam. Genau. Azzawajal, du darfst deiner Mutter mit ihr schlafen und Tante so und deine Schwester. They making Mut'a. Ja, nein, Zawaj. Sex, Entschuldigung. Al-Maharam heißt. Pui. Astaghfirullah. Aywa. Now that he tried to lie about our Bible, now I'm going to show him what their books say. Oh my God. What do their books say? All right. Is everybody ready? Buckle up. Seatbelts on, let's do this. Right, if we go to a book called Al-Muhalla, Al-Muhalla li Ibn Hazm Al-Andalusi, a Jiz volume 11, meaning
Volume 11. Look how old this book is. You see here, it's even ripped apart. It's yellow. Yeah. It's very old. Old copy. Very, very old. Again, for the non-Arabic speaking Christians, taken over. Ibn Hazm. Ibn Hazm al-Andalusi. Volume 11. Al-Muhalla. That's the book name. Okay. Al-Muhalla. Al-Muhalla. Man, this is really like Zimzalabim. Yeah, look how old it is, guys. Even the yellow page, the page became yellow. That's how old material it is. Here on page 200, and the sister, I'm happy that sister Manal is here. She can confirm and translate. 200, yes. Page 253. 253. Okay, 253. We go down. Everybody should know who Imam Abu Hanifa is, and even Muslims marry on the Aqidah of Imam Abu Hanifa. Sister, can you read for us here and translate? وقال of Arabic? Yeah. أستغفر الله. أبو حنيفة لا أحد عليه في ذلك كله ولا أحد على من تزوج. ولا أحد. تزوج أمه. Das heißt, Mutter heiraten. Mutter. There is no punishment, Flexa. Everybody focus. There is no punishment for the one who marries his own mother. والتي ولدت und seine Tochter. And seine, aber was machen? So? And what? His daughter and his sister. You can marry und seine Schwester. Das steht and his grandmother. Ja. Und seine and his aunt and the other aunt from the mother's side, so father's aunt, mother's side aunt, and the daughter of his sister, etc. All the family members, all the women in the family, all of them. No problem, even if you do it, there is no punishment. This is who? Imam Abu Hanifa. Abu Hanifa. Translation. Yeah. Das ist Ready? Imam Abu Hanifa, hat gesagt, du darfst, es ist nicht was schade oder was schadet, wenn du jetzt deine Mutter, deine Tochter, deine Oma, deine Tante, alle mit denen Sex machen. Let us read the translation. I created this for all of you, wait, so take a one speech. Second. Yeah. One second. Guys, mashallah. Mashallah. Oh la la. Masha'Allah. Ja, das ist Zawaj al-Maharam. Und du darfst, wenn du wenn ein Muslim seine Frau stirbt, nach 6 Stunden darf er mit ihr Sex machen. Subhanallah. Aha. Let me show you. Oh my God. Oh my God. Translation. I hope I won't be blocked again, but I will try to use code. Because, you know, this is filthy, right? Imam Abu Hanifa said, there is no punishment. No punishment means no punishment. Keine Strafe, yeah. For the one who married his own mother who gave birth to him. Your own daughter, your own sister, your own grandmother. No. Maybe she has no teeth. I don't know. Yes. No, wait. Stop. So here you can read that you can pimp him your mother? Yes, and your grandmother. Oma also. Any woman in the family, Habibi, anyone. That's what Imam Abu Hanifa said. They know it's forbidden, but if you do it, no punishment. Did you catch it? They know it's forbidden, but if you do it, let's say you walk in the room of your baby sister or mother in the night, and you trip, oops, and you fall in the Virginia and the mother, no punishment. Maybe it's an accident. Allahu Alam. You know, hey, you walk and you trip. Mama. Yeah. This is not normal. I have to say something to my brothers and sisters. Allahu Alam. Oops. Allahu Alam. Accident, Habibi, accident. Oops. Sorry, Allahu Mama. Alam. Yeah. This is not normal. Leute, All of you record this and share this on social media. All of you. Extreme. To show everybody how disgusting Islam is. Let's continue reading. Now let's see the conditions, brother. We have conditions. What are the conditions if you sleep with your own family members, specifically the women? Look, knowing that they were forbidden to him, so there is no punishment, even if you know that they are forbidden to you. And having dingy with all of the women in your family. Your mother, your sister, your daughter, older. Now look what the scholars have said. And the child, if you do it with your mother, you get a daughter. Yeah. Or a son, it's for you. You are the daddy.
You are the daddy of the son of your mother. Okay? And you must pay your mother money. You must pay your mother dowry. The bridal money, you know? You must pay your wife, your mother. Your wife is your mother. Oh my you must God. Pay her money. No. Yes. And only ta'zir is applied on him besides the 40. This is the saying of Sufyan al-Thawri. They said, al-Thawri and Imam Abu Hanifa, if he has dingy-dingy with them without a marriage contract, so if you want to marry your mother, make marriage contract, Habibi. Go no. to the imam and marry your mother with an imam. This really? Then it's zina. So when is it adultery? When is it zina, guys? Look, this is very important stuff. If you don't marry your mother with a marriage contract, else it's adultery, else it's zina. So you must have a paper from the imam. We have a Muslim. We have a Muslim. Maybe you want to talk. Mana, Schwesterherz, kann ich dich gleich kurz wieder hochholen und stellen noch mal eine Anfrage? Ja, klar. Ja, alles klar. Okay. Ja, tschüss. Okay. Bis gleich. Do you see it? Maybe we have a Muslim who can come up and explain me this. This is insane. I can't I'm believe. Sure all the Muslims know about this. This is why they are still Muslim in 2024, right? Oh, my God. I want to say a little of things. Who told you that Abu Hanifa is a Muslim? The real Islam. Why you cannot... Abu Hanifa is not a Muslim? Listen, yeah, of course he's not a Muslim. Next Buddha, Amu, wait one guys. Amu. Oh wow, Imam Abu Amu. Hanifa is not a Muslim. Amu. Okay, we have a Shia, Amu. Guys, we have a Shia. He's a one Shia. Second. Yeah. One second. Amu. Yes. Are you a Shia? Alhamdulillah. Uh-huh, that's why. So now, my problem that's is why. Not... Yeah, can you go down for a second? No, when we talk about Shia, come back, please. We are talking about Sunni sources. It's all fine. Continue, my brother. So, yeah, we know that the Shia are against this, but you Shia still practice prostitution, which is Mut'a, chapter 4, ayah 24. Same filth, no problem. So, guys, this is Imam Abu Hanifa. What about Imam al-Shafi'i? Let's go. For the Quran, this is Quran 2554, Tafsir al-Qurtubi. Oh my goodness. Quran, ya Shabab, ya Akhwan, ya Ukhta. Oh my Quran, goodness. Quran, chapter 25 of the Quran, ayah 54, Tafsir al-Qurtubi. Here's Jeez. Being said about if you marry your own daughter, okay, let's see. If you have a girlfriend, Flexa, as a Sunni Muslim, forget about Shia for a second. If you have a girlfriend as a Sunni man, Sunni Muslim, you sleep with your girlfriend, and from that illegal dingy-dingy, you get a daughter, Imam al-Shafi'i said, you can marry your daughter if she is a product of zina. Zina means fornication or adultery. So you can sleep with your own daughter. Astaghfirullah. That's Imam al-Shafi'i. So Imam Abu Hanifa, we showed you. Now Imam al-Shafi'i, number two. Continue. Because why? Because why she's not your daughter, considered not to be your own daughter? Because she is not considered a daughter according to the most authentic teaching of our religion. So because you did not have her as a daughter under real Sharia marriage, you have only dingy-dingy with your girlfriend, that daughter, that product of your dingy-dingy illegal, she is not considered under Sharia law of Allah, oh your God. Real daughter. Jalalain sallallahu alayhi wa sallam. And this is the saying of Imam al-Shafi'i. Oh God. Oh. Can you please show me Allah with the hair and with his... this is insane. I want to see Allah's hair. And Tafsir al-Jalalain. Aywa. Ich muss raus, Bruder. Ich wünsche euch Gottes Frieden. Ja, Bruder. Ich segne euch. God bless you, Brother. Wann bist du wieder da, Bruder? Später vielleicht, so 21 Uhr, 22 Uhr, sowas. Ey. Okay, alles klar. Shalom zusammen. Ciao. Leute, an alle, die hier sind, meine Brüder, meine Geschwister, alle mal bitte ganz, ganz wild liken, Leute. Ne, ihr wisst Bescheid. Do you have the tafsir or the meaning of this? Why Allah has this word? Look,
Guys, you see, Muhammad is the real Allah. There's nothing called Allah, but according to the Sunni belief, and specifically the Salafi Orthodox Muslims, Salafi Muslims, Allah looks like this. You see? He has two right hands. He had one foot in Jahannam. The leg of Allah is burning in Jahannam. And he has curly hair. He has a green garment and curly hair like Tito or Jermaine Jackson. But hey, bro, let's be honest. Let's Afro, be honest. This guy looks like Bob Marley. Yeah, he looks like Bob Marley, yeah. Maybe Tito or Jermaine or Michael Jackson in the 70s and 80s, right? That's how he looks like. This is according who? Rasulullah says Allah looks like this. Not Rob Christian, not Hamdi, not Flexa. Muhammad, the prophet, said Allah looks like this. All right. Everybody ready? Yes, Everybody, we are ready. We are ready. All right. If we go to the book of Ibn Taymiyyah, and I'll also show from inside the book, Bayan Talbis al-Jahmi, you see, this is the book. We don't have websites. I don't need websites. Yeah. Look. In the book itself, Bayan Talbis al-Jahmiyyah, volume 7, by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. This is the teacher of Ibn Kathir. You know Ibn Kathir, right, guys? The Mufassir. Ibn Kathir, I know, yeah. This is the teacher of Ibn Kathir. This is the Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah. Right? On page 290, here is the entire page. We have an authentic hadith. كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمَرْفُوعِ, which means very, very authentic. All the way, when it says صحيح مرفوع, it means it's connected to the mouth of Muhammad. Because here is Muhammad, do you see it? Whenever you have this sign, it means it's Muhammad, yeah. It means peace be on Muhammad. Peace be upon him. Allah's peace be upon him. So this is innaha ru'yat ayn. So it's Muhammad saw Allah with his eyes. Literally, with the eyes. That's how Muhammad saw Allah. Also Muhammad hat laut der Überlieferungskette Gott gesehen, also Allah. Ja, yep. Und er hatte, yeah. So this is during the Al-Isra wal-Mi'raj, when Muhammad, let me show you, when Muhammad takes Buraq, you know the Buraq? Ah, als er diese Pilgerreise gemacht hat mit den Al-Buraq, da hat er, And NASA confirms, NASA, look, NASA agrees. Wow. Okay, so this is during the night Al-Isra wal-Mi'raj. So when we ask Muslims, the night Al-Isra wa al-Mi'raj, is it Yaqada or is it Amanam? They will say it's Yaqada, which means it truly happened, it's real. This story is that Muhammad goes to get the 50 prayers. You know the story, right? To go to the seven heavens, meet all the prophets and get the 50 prayers and 50 to 5 prayers, right? Oh my God. So it says here, كَمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمَرْفُوعِ, the highly connected chain, authentic, صحيح chain, عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس, the cousin of Muhammad, ابن عباس, قال رسول الله صلى الله رأيت ربي في سورة شابا أمرد له وفرجعت قطط في ردة خضراء. I saw my Lord, meaning Allah, in the image of a young man. Let me say it in German quick. Also, Muhammad hat Allah gesehen und er war ein junger Mann. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Allah hatte lockige Haare gehabt. Okay, let's go. So this is how, according to Muhammad, Allah looks like. Young man without a beard. Und er ist sehr, sehr jung. Handsome young boy. Und er ist ein junger Mann. Suit with curly hair. Mm-hmm. So Allah basically, according to Muhammad, looks like this. This is Allah, guys. This is according to Rasulullah, this is how Allah looks like. And the translation, if you want to take a screenshot, this is the translation right there. This is amazing. Beardless young boy, a young man, very handsome young man, curly hair, wearing a green suit. Yani, this is Allah, guys. Sorry, I have to make it green like this one. Yeah.
So the back. Oh my goodness! Nah. Nein. Aha. What do you think, guys? What do you think? So they he's always a Brazilian guy. They say, how can you worship a man? Well, your Allah is a young boy. Oh my goodness. Your Allah in this authentic hadith is a young boy. What's your problem with us worshiping Jesus as the eternal word of God in the flesh? What's your problem? Why are you a bunch of hypocrites, right? I understand why the Shia hates the Sunnis. Now I can understand. Yes, Shia make kufr on this hadith. Kufr. They say, you Sunnis, you kufar. If this is not enough, let me show you in Ibn Kathir. Look, if we go to Ibn Kathir, look, I have the books. I always flex a brother. You know me now, by now. I only use books. Because Muslims, yeah, always say, website, you know, Flexa made this website. Sunnah.com is made by Flexa. So, yeah. Tafsir Ibn Kathir in the book form. Aywa, Tafsir Al-Quran Al-Azim, the big, great Quran, okay? Tafsir, that's what it's called. By Ibn Kathir, volume 6. Page 563. Manal, I'm not sure if she's still here. Oh, she's not here anymore. She could say confirm, right? So yeah, she will volume come back. 6, Surat Yasin. So tafsir for chapter Yasin, ayah 1. Yasin 36, ayah 1. Okay. Look what it says here. Inna Yasin bima'na ya insan. Yasin means, oh human, so Allah is a human. Why is it Allah? Why is Allah a human? Because, look, it says, huwa ismin they always Allah say, ta'ala. They always say, God is nothing. He's everywhere. But they don't He's know nothing how God like, nothing like him, right? Nothing yeah, is like nothing Allah. Is like him. Nothing is like Aywa. Him. Aywa. But Allah is a human, and one of his names is oh human. One of the names of Allah is O human. So Allah is a young man, he's a human. And if that's not enough, did you know that Allah created Adam in his own image? Allah. Wow. Muhammad says in Sahih al-Bukhari, don't hit your brother in the face. Even in Sahih Muslim, don't hit your brother in the face if you fight, because Allah created, look, it's also in Sahih Muslim, 2612. Look, when any one of you fights, Rasulullah says, when any one of you fights with his brother, so if I fight with Flexa, I should not beat you in the face. Why, Ya Rasulullah? Because he should avoid the face for Allah wait, created wait, wait, Adam. What is written there? Wait, he should... No, yeah, let's read the entire... When any one of you fights with his brother, he should... Avoid his face, for Allah created Adam in his own image. So Allah looks like Adam. Oh my God, give me this hadith. Give me this hadith. Oh my God, give me this hadith. Leute, die sagen doch, Gott ist niemandem gleich. Jetzt haben wir den hadith gefunden. Oh my God. So Allah and Adam looks exactly the same, brother. Oh my God. Oh my God. Leute, sofort screenshotten. Hold on. Hold I have on. A surprise in the end for you. I'm not done, but I have a little surprise for everybody. Oh my God. Is that, they always say Allah yeah, of course, is they no always one. Lie. They always lie. Guck mal, Leute, lie, diese Habibi. Lügner. Guck mal, diese Lügner. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir. Give me the number. Give me the number. Give me yeah, the number. 26, Habibi. 2612E. Okay. 2612E. Thank you. E of Edward. Okay. All right. Now, the best for last. Now, let me show you that Allah is not Akbar in Islam. Allah is not Akbar. Why, Rob? Because there is one bigger than Allah. There is a guy in Islam who is bigger than Allah. We have a person in Islam called Auj. Look, if I change the picture, look, this is Allah, brother. Before the photoshopping, this is how Allah looked like before. Now he looks like a young boy, okay? We have a guy called Auj. Remember the name? Auj. Yeah. His name is Auj. If we go to tafsir of Ibn Kathir, let's see, tafsir Ibn Kathir,
We find in Tafsir Ibn Kathir that Auj is very big. He's bigger than Allah. Why? Because Allah and Adam look the same, right? They have the same length. And Allah said that that Adam is 30 cubits long. Have you ever seen the hadith before? Adam is 30 cubits tall. Since Allah created Adam in his image, Allah must be 30 cubits tall. But Auj happens to be the grandson of Adam, by the way. Auj's length, according to Ibn Kathir, is 3,333 arms length. This is an arm length. Oh my God. Allah's length is like Adam, 60 arms. If we do 3,333 divided by 60, we get 55.55. In other words, the grandson of Adam, Auj, is 50 times bigger than Allah. Boom, boom. Auj. Muslims always shout Allahu Akbar. Yet Auj, the grandson of Adam, is 50 times bigger than Allah. Oh my goodness. So from now on, it should be changed to Auj Akbar, not Allahu Akbar. Wow. Leute, let me make myself big quick. Leute, sorry guys. Deswegen, deswegen, Leute, kläre ich immer auf und spreche immer über den Herrn Jesus Christus und sage immer wieder, Leute, Jesus Christus ist die Wahrheit, denn er ist gekommen. Moment, Leute. Ach. Why is this a moment of silence for all the Muslims? Genau, Leute, deswegen sage ich immer wieder, ne? Hört ihr mich, Leute? Can you guys hear me? Yeah, we hear you, brother. Yeah. Deswegen sage ich immer, Leute, Jesus Christus ist die Wahrheit und das Leben, denn er ist gekommen für eure Sünden. Er hat es auf sich genommen. Er ist am dritten Tag wieder aufgestanden. Ja, nur die menschliche Hülle, das Fleisch ist gestorben. Aber er nicht, der Geist von unserem Gott ist nicht gestorben, denn er lebt auf Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, amen, amen. Wer heute hier ist, der den Herrn Jesus Christus nicht kennt, nimmt ihn an. Denn er ist die Wahrheit. Der Satan war von Anfang an ein Lügner, aber nicht Jesus Christus. Jesus Christus war von Anfang an die Wahrheit. Ne? Leute, wenn wir schon alleine diese Dinge sehen, Leute, müsste bei euch schon die Alarmglocke angehen. Ja, es ist einfach so, Leute. Wir müssen wirklich bei der Wahrheit bleiben. Ne? Wendet euch nicht von den Herrn Jesus Christus ab, sondern nehmt ihn an, Leute. Das ist ganz wichtig, Leute. Und deswegen haben wir diesen Channel. Und deswegen klären wir auf. Ja, genau. Rob? Yes. Can you show us the Talmud with the 3 years of waiting of Isaac? Oh, yes. Leute, very good question, brother. Very, very good question, because Muslims always say, Rebecca is three, because they want to justify the P-E-D-O of Muhammad. They want to justify the filth of Islam by attacking the story of Rebecca and lie about it and show their ignorance about the Bible, which the Bible does not say. So if we go there and we look it up, things will become interesting how they lie always. Because remember, without lies, Islam dies. So let's see what they do. We have someone who wants to debate you, Rob Christian. Really? Hello. Yeah, just a second, Kiki. Just a second. Okay, can you mute? Okay, Let me finish this and we can talk. Just a second. Mute. Let me finish about Rebecca. You just have to mute yourself, Kiki, for a second. Okay. Let me finish this part. Look, if we go to Imam Rabbi Rashi on Genesis 25:20. Imam Rashi on Genesis 25:20, because this is where they go to. This is the commentary by the Jewish rabbi from the around the 14th to 16th something century, okay? Very late rabbi. Yeah. If you want to read it, brother, and translate for them. Ich werde es euch übersetzen gleich. Rebecca was born
Oh yeah, from Abraham, for when Abraham. Yeah, go. Yeah. I will translate. For when Abraham came from Mount Moriah, he received the news that Rebecca was born. Mm-hmm. So when Abraham came from the Mount Moriah, Mountain Moriah, he received that news, the news that Rebecca was born. Isaac was then 37 years old. Because at that time, Sarah, his wife, died, and from the birth of Isaac until the binding. When Sarah died, there were 37, since she was 90 years old when Isaac was born, and 127 when she died. As it is said, and the life of Sarah was 127 years. Thus, here comes the important part. Thus Isaac was then 37 years old. Mm-hmm. At that period, Rebecca was born, and he pay attention, guys, and he, Isaac, waited, pay attention to the word waited, and he waited until Rebecca was fit for marriage. So she'll become a young woman. So he waited. Now let's see how long he waited. 3 years he waited. He waited 3 years. What do they do? They say, oh, wait, 3 years. It means Rebecca's 3 years. Yeah, genau. So they make the waiting period. They make it. Sie haben das, So Wahnsinn, they butcher like always, they butcher the text. So Rebecca is not 3 years, the waiting time of Isaac until Rebecca became a young woman was 3 years. What also Leute, say, look, Rebecca was 3 years. Ja, ich mach's euch ganz einfach, in diesem Vers sehen wir ganz genau, dass Isaac gewartet hat, bis Rebecca wirklich fit ist, und dann hat er 3 Jahre gewartet, ja, bis er sie heiratet. Ja, das heißt also, waited, genau. Also, wir sehen hier ganz klar, sie war nicht 3, sondern viel, viel älter, weil er hat gewartet, bis sie fit wurde. Und dann hat er 3 Jahre gewartet, bis er sie heiratete. Ja? Ja. Muslime sagen doch immer, Rebecca war 3. Aber da steht nicht drin, dass sie 3 war, sondern ja, er hat gewartet, bis Rebecca fit wurde, und ja, hat dann 3 Jahre gewartet, bis er sie heiratet. Ja? Die Muslime verdrehen die Worte, sie wollen es rechtfertigen. Mit wem? Mit Aisha. Weil Aisha 6 war, und die Ehe vollzogen hat mit was? Mit 9. Und die suchen halt wirklich in der Bibel nach so solchen Dingen, damit sie es rechtfertigen können. Die sind verzweifelt, ganz einfach. So, this is it. This is what they do. They butcher the text to justify the P-E-D-O of Muhammad. Yeah. You see it? Insane. Boom. 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 Boom, boom, boom. So I want to ask the Muslims, if you're honest, if you want to be honest, stick with your filth, stick with the P-E-D-O of Muhammad, but please, please be sincere human beings and stop corrupting our text, the Jews' text, to justify the filth of your prophet. Please You know what I don't understand? Most of the Muslims, which I don't understand, they like to attack the Bible, also die lieben es, die Bibel zu attackieren, and they try to find problems in the book, which there is no problem in the Bible. Okay. I mean, since I've been reading the Bible, I haven't found any problem in the Bible. Mm. Brother, you need to tell the audience that Rashi, this is a rabbi. A Jewish rabbi's commentary. It's very important for the people to understand. This is not the Bible. This is the commentary by a very late Jewish rabbi called Rabbi Rashi from the around 14th to 16th century. Much old, right? Much later commentary. So that's what they do. They go to the commentary. They don't go to the Bible, because our Bible will never say that. But on top of that, they butcher, they destroy and corrupt what the text truly says, that the waiting period
is 3 years, not Rebecca is 3 years. Yeah. Aywa. Mashallah, mashallah, mashallah. Those lying Muslims. Oh my God, these are... Well, what can we expect, brother? Allah claims to be the best of deceivers in chapter 3, the best ayah 54. Yeah. Of course, Muslims will deceive because they worship Satan, the best of deceivers, Allah. Yeah, this is insane. This is insane. By the way, here we have Kisr. Look, Kisr, Rebecca 3. Kisr, you have no honor, you have no shame, just like your prophet. Exactly. Rob, my brother. Can I Kiki, please wait a second. Wait a second. Okay. Rob, where is Ahmad, ex-Muslim? I saw Ahmad the last couple of few days streaming. Okay, he's in a phone call. Okay, no problem. Kiki, what can we do for you? Kiki, come to Jesus, Kiki. Jesus loves you, my friend. You know what? I like your debate because my country, I from Ghana right now, yeah? I can't hear you, my brother. Your microphone is broke. It's from 2000 before Jesus Christ. You need to switch your microphone. No, okay, I'll call you later because I'll come on the show later. Bro, accept Jesus Christ. Jesus loves you. Let me, look here. I study Arabic. Are you from Ghana? I'm from Ghana. Bro, Ufri Ghana. Me a Ghana. I read Dinyan coupon. Where my guy Sanya Manu? Udim, Metitre Muntino, what I miss here. I'm saying, Mudia Samun Kremulai no Jai. Ah! Now, Pau, what I mean by what I miss? Bema, Minu Bakuntoko. No, enemy, Mr. Wai, enemy. Ade Uko in Kremulai. Ade. Enemy. Because Udia, Udu Fia Naya Kasa. Mati. Euradinian coupon, das ist nicht dein Ernst, Bruder. I mean, that one, this year, Kasa. Ude Udrufia Naya Kasa, Unim se, Mati. Stamu Bukno, Mufreno, Kuran, Mimpeze Midia Temu, but Mumu Bukno. Unim se, Yema, Egusuno, Unim se, Enye. U connection in your soul, intimidate your work. Uri Udrufia Naya Kasa. Udrufia Naya Kasa. Kelvin, Bruder, wir haben einen ghanesischen Bruder, der einfach Muslim ist. Der muss sofort den Christentum annehmen. Come to Jesus. Seine Connection ist nicht so gut, Leute. Der kommt aber wieder rein. Kelvin, this is Eninukasa. Kelvin, komm mal hoch. Das kann nicht sein, dass unsere ghanesischen Brüder den Islam annehmen. Das geht nicht. Das ist das Problem, Leute. Wir müssen unsere Brüder wieder zusammenführen. Weil das ist das, was ich euch gestern gesagt habe. Die picken sich genau die gerade alleine sind. Und deswegen müssen wir als Christen zusammenhalten, Leute. Ich erwähne das immer wieder, Leute. Weil wenn wir alleine laufen, dann suchen sich genau diese Leute aus und schnappen sich diese Leute. Und dann sagen sie, hey, hör mal zu, dein Glaube ist falsch. Deswegen, Leute, es ist ganz wichtig, dass wir unsere Brüder, unsere ghanesischen Brüder, das zeigen, Leute, damit sie die Wahrheit erkennen. Ja, und Manuelsen, ich liebe Manuelsen über alles, Mann. Aber irgendwas sagt mir ganz tief im Herzen, dass er die Wahrheit kennt. Manuelsen kennt die Wahrheit. Ich bin fest davon überzeugt, dass er tief in sich die Wahrheit kennt. Ich weiß es. Aber nur kann er nicht, weil, wenn er den Islam den Rücken kehrt, dann wird er all diese Leute verlieren. Und das will er nicht. Ich bin fest davon überzeugt. Manuelsen kennt die Wahrheit. Ich weiß, dass er es kennt. Irgendwo tief im Herzen habe ich das Gefühl, dass der Bruder das weiß. Weil letztens, wo ich mit Manuelsen hier drinnen gesprochen habe, der war richtig respektvoll.
Und ich liebe diesen Mann über alles, Mann. Der ist wirklich sehr, sehr respektvoll. Ja? Aber er kennt die Wahrheit und ich weiß, dass er die Wahrheit kennt. Und ich hoffe, dass unsere schwarzen Brüder aus Ghana endlich mal zusammen vereinen und nicht alle in die andere Richtung gehen. Schön gesagt, so ist das. Ich denke genauso mit meinen albanischen Brüdern und Schwestern. Es ist so, Bruder. Traurig. Leute, alle Free Manu, Alter. Free Manu, Alter. Alle in den Chat Free Manu einmal. Warum kann ich den Chat nicht sehen? Alle Free Manu. Oder ich kann den Chat gar nicht sehen, was die schreiben. Da musst du, glaube ich, raus und wieder reinkommen. Also ich sehe es. Okay. Ja. Nee, Leute, das ist schon... es ist traurig. Ne? Ist traurig. Aber Kiki, bist du noch da? Oh. Kiki, ja, seine Verbindung ist... du bist ein wahrer Ashanti-Warrior, Bro. Danke, 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 Bruder. Mein Vater kommt auch aus Ashanti. Deswegen, wir haben vor nichts Angst. Immer stark bleiben. Nein, Leute, wirklich, das ist traurig, wenn ich sehe, dass meine Landsleute den Islam annehmen und die Wahrheit nicht wirklich kennen. Das geht nicht. Ich muss meine Brüder aufklären. Ich muss meine ghanesischen Brüder und Geschwister aufklären. Ich frage mich immer, was die dazu bringt, den Islam anzunehmen. Was finden die daran so gut? Ich komme darauf nicht klar, echt nicht. Ist so. Das geht nicht, Mann. Das ist, die haben in der Religion keine Liebe, die haben gar nichts da. Die haben nur ihren Bordell, TikTok-sportlich, mehr haben die nicht. Wahnsinn. Guck mal, mit Kiki werde ich auf jeden Fall sprechen. Und ich werde Kiki die Wahrheit zeigen. Ich werde Kiki die Wahrheit zeigen. Ja? Ich werde Kiki auf jeden Fall die Wahrheit zeigen. Und ich möchte, dass Kiki zurück zu den Herrn Jesus Christus kommt. Amen. Weil das kann nicht sein, dass unsere ghanesischen Brüder und Geschwister den Islam annehmen. Das geht nicht. Ja? Das geht nicht. Das bricht mir das Herz. Ich muss mit dem Bruder sprechen. Es ist einfach so. Und ich möchte, dass jeder Dunkelhäutige, jeder Schwarzer hier drinne, hier reinkommt, dass wir reden, Leute. Ich kann es nicht zulassen, dass meine Brüder sowas annehmen. Das geht nicht, Leute. Jesus Christus ist die Wahrheit, Leute. Warum wendet ihr euch von dem Herrn ab? Warum folgt ihr nicht das, was eure Mütter euch beigebracht haben? Warum befolgt ihr das, was 600 Jahre später kam und folgt da jemanden? Leute, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, aber warum befolgt ihr sowas? Manuelsen, mein ghanesischer Bruder, Kiki, mein ghanesischer Bruder, alle nehmen den Islam an und wissen aber nicht, was dahinter steckt. Das geht nicht, Leute. Ich liebe euch von ganzem Herzen, aber Leute, ihr seid schwarz, Mann. Ihr habt in dieser Religion nichts zu suchen, Mann. Wir wurden von diesen Leuten versklavt. Jetzt kommen die bestimmt, leider kommen die mit diesen Lügen an, dass wir Christen die auch versklavt haben. Das waren ja die, aber nicht die Religion. Das ist der Unterschied. Wahnsinn. Das geht nicht, Mann. Da gibt es immer diese... Ich kann das nicht erlauben, dass meine schwarzen Brüder in die Irre geführt werden. Ich kann das nicht zulassen. Ich muss mit denen sprechen. Und so gilt das auch für uns Christen, Leute. Ja, dass wir als Christen uns gegenseitig unterstützen, egal welche Nationalität. Ist es ein albanischer Christ, dann nehmen wir ihn zum ins Herz. Wir schließen ihn an. So muss das sein. Ist es ein italienischer Christ, dann helfen wir diesem Bruder. Ist es ein afrikanischer Christ, dann helfen wir zusammen. Ist es ein serbischer Christ, dann helfen wir ihm. Leute, wir müssen zusammenhalten. Diese Liebe haben wir nicht mehr.
Das geht nicht, Leute. Wir müssen wieder zusammenkommen. Führt die Brüder und Geschwister zusammen. In Christus, Leute. Amen. Wäre schön. Aber leider gibt es... Wenn ich irgendwo um die Ecke höre, ein albanischer Christ, dies, dies, das, der wurde sofort packen. Bruder, was ist los? Da, genau das machen die. Ja. Wenn man einen von denen angreift, kommt die gesamte Familie. Und so müssen wir Christen eigentlich sein. Wir müssen zusammenhalten. Wenn ein Bruder von uns Hilfe braucht, helfen wir ihm gefälligst, Leute. Und lassen ihn nicht im Stich. Und machen einen auf. Ja, das ist doch in Italien. Es ist doch in einem. Nein, in ja. Christus. Bei wirklich helfen wir. Leute, ne? Ich weiß, ich habe manchmal einen Clown gefressen, ich mache mal immer meine Späße immer so, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Ne? Egal welche Nationalität, wer in Christus ist, Leute, den helfen wir. Merkt euch das bitte. Das muss hier tief hier wirklich, das ist wie so ein Mal, boom, es muss richtig eingespeichert sein hier drinnen. Hier zumachen und hier auch zumachen, Leute. Wir helfen unsere Brüder und Geschwister. Wir trennen nicht voneinander. Sei es Serben, sei es ein Arabisch, egal wer, alle in Christus, die helfen wir. Wir trennen nicht, wir spalten nicht. Wir spalten keine Orthodoxen. Wir spalten keine Freikirchler. Wir spalten keine Katholiken. Hört auf damit, Leute. Führt zusammen, Leute. Nicht spalten. Ich sage das jeden Tag, aber ich muss das jeden Tag sagen, Leute. Damit das hier drinnen eingespeichert ist bei euch. Wir sind keine Feinde. Und genau da haben die uns. Wo die sagen so, ah, guck mal, dieser Christ, ah, der ist doch sowieso alleine. Komm, den packen wir uns. Dann packen sie genau diese Leute, die schwach sind. Hey, komm zu uns, wir sind die Wahrheit. Fehler, Leute. Wir müssen unsere Brüder und Geschwister packen und sagen, hey, Bruder, ist irgendwas. Packen, hey, du bist einer von uns. Und nicht, aber scheiß auf den, der ist doch nicht in Havamann. Aber Mann, der interessiert mich nicht. Nein, Mann, es funktioniert so nicht, bitte. Wir halten zueinander. Ganz einfach. Ganz einfach, Leute. So muss das sein. Ja. Aber leider ist es nicht immer so. Es ist nicht immer so, das stimmt. Absolut, absolut. Ja, Leute, mir fehlen schon manchmal die Worte, aber holen wir mal die Schwester hoch. Oder ich hole mal alle hoch, ne? Das ist auch kein Problem. So. Felix, ich habe gute Nachrichten. Oh, du hast gute Nachrichten. Im Koran ganz viele Suren, ich muss sie finden, über den schwarzen Menschen, wie schlimm, und sie gehen zur Hölle. Ne? Ich wusste nicht früher, war ein schwarzer Mann, wollte ganz kurz zum Islam konvertieren, und dann hat er diese Suren gelesen, er ist geschockt. Und dann sagt er, nee, er sagt Beispiele. Zum Beispiel in der linken Schulter, wenn ein schwarzer Mensch, das heißt in link, er geht zur Hölle. Und die rechte, die weiße, gehen zu Paradies. Ich muss dir alles suchen und ich weiß nicht, wie kann ich dir das schicken? Das ist sehr wichtig. Du musst ihm das zeigen. Und dieser Mann, der hat gesagt, als ich das gesehen habe, oder diese ganzen Suchen. Wie bitte? Wir werden als Rosinenköpfe bezeichnet. Ja, und ganz, ganz viele andere schreckliche Sachen über die Schwarzen ist ganz, ganz rassistisch. Ne? Und bitte, dieser Mann, der war gerade, der hat auf Englisch geredet, kannst du ihn fragen, bestimmt, er hat die ganzen Suren, dann kannst du die zu deinem Freund zeigen, ja? Ja, das ist gar kein Problem.
Ich werde auf jeden Fall meine schwarzen Brüder auf jeden Fall alle zur Seite packen. Im allerschlimmsten Falle fahre ich sogar zu denen und sage, ey Leute, hört mal zu, das geht so nicht. Das ist der Grund, warum Dunkelhäutige nicht mehr zusammenhalten, weil die werden 1:1 gepackt und dann spalten sie uns. Ja. Und das kann ich nicht zulassen. Weißt du? Das kann ich nicht zulassen. Ich muss das suchen weiß nicht welchen, aber die waren ganz hässlichen. Zum Beispiel, ihr sagt, hässlicher Vogel, der schwarze, alles, was schwarz ist, über Menschen oder so, er macht richtig rassistisch gegen Schwarzen, ne? Und diese ganz viele, das muss man zu den dunkelhäutigen Leuten zeigen. Und die gehen richtig nie zu Paradies, die Schwarzen, weil die sind böse, die sind ekelhaft. Ganz schlimme Sachen. Ich hoffe, dein Freund, der war gerade hier, er ist sehr, sehr gut. Er kann dir das alles zeigen. Ne? Das wollte ich nur sagen, okay? Okay. Ist so. Vielen Dank. Also Hope hat gerade geschrieben, wir Christen sind nicht füreinander da. Echt schlimm, leider. Genau. Und deswegen habe ich diesen Stream hier. Und deswegen möchte ich, dass wir alle zusammenfinden, Leute, und dass jeder diesen Stream sieht. Teilt diesen Stream, Leute. Jeder soll das sehen, Leute. Es ist ganz, ganz wichtig, ja, dass wir zusammenhalten. Es ist einfach so. Brandon, gleich kannst du auch reden, ganz kurz. Es ist wichtig, Leute, dass wir in Christus wirklich zusammenhalten. Es ist einfach so. Ja, die mittlerweile packen sich sogar unsere schwarzen Brüder. Das geht nicht. Das geht nicht, dass die unsere schwarzen Brüder packen und sie islamisieren. Im sportlichen Bereich sehe ich das auch, wie sie die Dunkelhäutigen zum Islam konvertieren. Was hat Glaube im Sport überhaupt zu suchen, Mann? Lasst mal unsere Brüder in Ruhe, Mann. Und die armen Brüder wissen nichts und dann sagen sie, ja, okay, ich sprich die Schade aus. Lasst mal unsere Brüder in Ruhe. Die verwirren genau die Brüder und führen sie, ey, das geht nicht, Mann. Oh Mann, ey, das regt mich einfach auf, Mann. Das regt mich einfach auf. Wir müssen auf jeden Fall unsere Brüder und Geschwister aufklären darüber. Und die meisten Sportler haben keine Ahnung, in was sie sich eigentlich reinraten. Naja, Denise und dann kommen wir zu Brandon. Du musst wieder mit Manuelsen reden. Ja, ich hoffe, es ist schwierig mit Manu zu reden, solange er diese Leute um sich herum hat. Das geht nicht. Mit Manu wird es sehr, sehr schwierig sein. Also ich glaube, wenn ich mit Manuelsen alleine an einem Tisch sitzen würde, keiner ist da, dann wäre die Situation anders. Ich bin fest davon überzeugt. Er würde meine Sicht verstehen, ich würde ihm das erklären. Und er würde wissen, was die Wahrheit ist. Aber er hat Leute um sich herum. Das geht nicht, Leute. Es ist schwierig. Es geht einfach nicht. Ja, es geht einfach nicht. Denise? Ja? Schwester, erstmal, wie geht's dir? Gut, aber müde. Wie geht's dir? Ja. Guck mal, Denise, du hast mir ja geschrieben und ich möchte, guck mal, wir haben 240 Leute. Leute, an die christlichen Brüder und Geschwister, Support ist kein Mord. Leute, eskaliert mal ein bisschen mit den Likes. Die Denise ist nämlich konvertiert. Was heißt konvertiert? Sie hatte den Christentum angenommen und sie würde sehr gerne ihre Geschichte erzählen. Nicht alles. Denn es gibt ein paar Sachen, die bleiben leider privat, die müssen auch privat bleiben. Aber die Schwester möchte gerne ein bisschen was darüber erzählen. Und der Rest, was privat ist, das bleibt privat zwischen mir und Denise. Das kommt leider nicht hier rein. Aber sie würde gerne einen Teil davon erzählen, wie sie zum Christentum gefunden hat. Denise, du kannst reden. Okay, dann fange ich an. Also... ich weiß nicht, ob du es kennst. Also es ist ja überwiegend so, wenn man zum Beispiel, wenn es einem nicht gut geht, dass man dann bestimmte Zeichen erlebt. Und diese Zeichen habe ich zum Beispiel erfahren. Und dann bin ich zufällig auf Amir, glaube ich heißt er, der Ex-Moslem, auf YouTube gestoßen.
Und der hat dann da bestimmte Sachen gezeigt und ich war ja schon immer so ein Freigeist, also ich habe schon immer alles hinterfragt. Und eigentlich kann ich eher sagen, dass ich eher so ein Pseudo-Moslem war. Ich habe nicht gebetet, also nichts gemacht. Und genau, dann habe ich das einfach alles verglichen und habe mir eigentlich das Wort von Jesus nochmal angeguckt. Und da habe ich nochmal gesehen, wie das also einen berührt hat, auch den Film Der Fall Jesus, den habe ich mir auch nochmal angeguckt. Und genau, und das ist das, was mich immer so berührt, wo ich Gänsehaut bekomme. Und halt beim Islam habe ich gar nichts gefühlt. Also das kann ich halt nur sagen und genau, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Und wie hast du zum Herrn gefunden? Du hast einfach dann heute auf morgen dann einfach entschieden, den Herrn Jesus Christus anzunehmen? Also ich hatte Träume und ich weiß nicht. Erzähl mal ein bisschen von den Träumen. Genau. Träume. Also das Komische ist ja, also beziehungsweise meine Mutterslinie ist Pomaken. Ich weiß nicht, ob du was davon gehört hast. Das ist ein slawisches Volk. Slawisches Volk. Aus dem Balkan, Bulgarien, eine Minderheit, die auch irgendwann, das ist ja ursprünglich christlich, aber sind irgendwann auch zum, ich glaube auch wegen dem Osmanischen Reich. Genau, und meine Vaterslinie ist Hethita, auch eine alte Ethnie, aber das ist ja halt alles so untergegangen und man erkennt es ja nicht mehr an. Also man sagt ja dann halt sozusagen, wir sind Türken, was eigentlich auch nicht wirklich der Fall ist. Und genau, also als Kind war ich kurz bei der Kirche, aber dann auch wiederum nicht. Ich habe es selber nicht verstanden, warum. Und genau, dann habe ich halt erstmal so geträumt, dass ich in der Kirche bin. Und dann bin ich eines Tages zur Arbeit gefahren und hatte so einen WLAN-Einlog, also beziehungsweise wenn man sich mit irgendetwas verbinden möchte, mit dem Internet. Genau, und da war dann, das war dreimal hintereinander, ich bin der wahre Weg, also sozusagen, das ist ja dieser Spruch von Jesus, ne? Nur durch mich kommst du zum Vater. Und das war dreimal. Und dann habe ich geguckt, diesen WLAN gibt es ja noch nicht mal, es existiert nicht. Genau, und so habe ich dann gesehen, nee, das ist ein Zeichen und ich muss jetzt diesen Weg folgen. So war das, genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, wow, wow, wow. Ja. Und so hast du zum Herrn gefunden, indem du ihn dann angenommen hast und gemerkt hast, dass das ein Zeichen ist, richtig? Definitiv, ja. Wow, sehr schön, sehr schön. Leute, postet alle mal die aramäische Flagge, ja, aramäische Flagge, die assyrische Flagge, Leute, postet die mal alle hier rein. Wahnsinn, Wahnsinn, Leute, ne? Mit ganz, ganz viel Liebe, Leute. Alle mal die schöne Flagge mal hier rein posten. Wahnsinn, Wahnsinn, das ist krass. Die Jesidenflagge. Ja. Ne? Und ich Wahnsinn. Wollte noch ganz kurz was sagen. Ich finde, du machst es sehr schön. Du hast eine würdevolle Kommunikation. Lass dir nichts einreden von irgendwelchen Leuten, die irgendwas zu dir sagen. Du bist immer in der Ich-Person. Also du greifst niemanden an. Und, richtig. Genau, also ich habe hier auch damals sozusagen, ich habe hier sehr viele Kontakte. Und da wollte ich ja auch für dich nochmal eine Tür öffnen, weil du möchtest ja, beziehungsweise es gibt ja viele, die bestimmte Werte hinterlassen, was nach uns noch besteht. Und das sehe ich halt bei dir. Und deswegen, genau, ist das halt nochmal das, was ich dir sagen wollte. Gerne. Also wenn du mir diese Kontakte herstellen möchtest, Schwesterherz, gerne. Warum denn nicht? Genau, weil ich finde, wie du gesagt hast, man soll zusammenhalten und deswegen versuche ich dir auch alle Türen zu öffnen. Gerne, gerne. Ich bin dafür offen. Also für sowas bin ich offen. Das ist gar kein Problem. Ja. Leute, haben wir die armenische Flagge da, ja, oder? Postet mal alle die armenische Flagge für unsere armenische Brüder, Leute. Ne? Alle die armenische Flagge, Leute. Ich küsse doch eure Herzen, Leute. Ne? An unsere armenischen Brüder, Leute. Alle die Flagge mal reinposten. Denise? Ja. Vielen, vielen Dank für dein Zeugnis. Willkommen in der Wahrheit. Willkommen in der Wahrheit. Ne, ich sag das nochmal. Willkommen in der Wahrheit. Danke. Und auf jeden Fall bleiben wir hier in der Liebe. Bleiben in der Liebe. Und genau.
Du kannst ja immer, je nachdem, wie du Zeit hast, wie du Lust hast, kannst du hier reinkommen. Wir sprechen ab und zu mal nur über die Bibel. Heute habe ich mal entschieden, einfach mal ein bisschen Remix zu machen. Leute, vielen, vielen Dank für die Geschenke. Heute habe ich entschieden, mal ein bisschen Remix zu machen. Ne? Und ja. Ja, machst du sehr schön. Und wenn du was brauchst, kannst du immer wieder zu mir kommen. Schwester, alles gut. Alles gut. Wenn dann andersrum, ne? Wenn du was brauchst, dann komm ruhig zu mir. Danke, das ist sehr lieb. Ja, aber wegen den Kontakten gerne. Ne? Stell die Kontakte gerne her. Sind das Leute, die hier in TikTok sind? Nee, oder? Doch. Nein. Das ist, ich habe dir das geschrieben, das sind Bekanntheiten, also geht ganz weit nach oben, ne? Also, ja, genau, deswegen, ich kann cool, das jetzt nicht sehr hier cool. sagen. Ja. Nein, sag das, schreib das hier nicht rein. Also alles gut. Ich, das passt. Sag's mir einfach privat und dann passt das, ne? Ja, okay, super. Dann pass auf dich auf. Ich küsse dein Herz. Ich küsse deins. Okay. Dann viel Spaß und ja. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Seht ihr, Leute, nochmal eine Schwester, wie gesagt, die den Christentum angenommen hat, ja. Wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, hey, Aleju, Bruder, ich küsse dein Herz, danke für die Rosen. Wir sind nicht so, dass wir jemanden sagen, hey, konvertier, mach dies, mach das, sondern die Leute kommen zur Wahrheit, denn Jesus ist der, der dir den Weg gibt, ja. Jesus gibt dir den Weg und den folgst du anhand der Zeichen, ja. Ali, an die jesidische Power hier. Leute, einmal alle die jesidische Flagge hier reinposten, Leute. Ich küsse eure Herzen. Wir haben die jesidische Flagge hier bei uns, ne? Die posten wir mal alle rein, Leute. Ich küsse doch eure Herzen. Was ich sagen kann, Leute, Jesus ist der, der was tut? Den Weg. Der zeigt uns den Weg. Und so kommen wir zu Christus, Leute. Ja? Sie ist wirklich eine super Iranerin, die wirklich zu dem Herrn Jesus Christus gefunden hat. Ich küsse ihre Herzen. Sie hat die Wahrheit erkannt und das ist unsere Arbeit, Leute. Ne? Jede Nationalität, ja, und nicht nur Arabisch kann man nicht übersetzen, denn du musst es auf Arabisch lesen. Gott möchte, dass wir es auf jeder Sprache verstehen. Gottes Wort muss verstanden werden in jeder Sprache und nicht ja, aber du musst es auf Arabisch lesen, das ist falsch übersetzt. Das ist falsch übersetzt. Du musst es auf Arabisch lesen, das ist falsch übersetzt. This is wrong. Wrong. Nichts mit falsch übersetzt. It's wrong. Ich weiß, dass ihr lachen wollt. Ich hab euch schon, Leute. Ich weiß. Ich kenne euch schon. Ich kenne euch schon, Leute, dass ihr nur lachen wollt. Ich weiß schon. Ja, ich weiß schon. Oh, Mann, ey. Brandon, mein Lieber. Shalom. Shalom, ja. Wie geht's? Hören Sie mich? Ja, wir hören dich. Ja, Bruder, hier meldet sich dein nigerianischer Cousin. Oh, du kommst aus Nigeria. Ja, genau, Bruder. Mein Vater kommt aus Nigeria. Mhm. Und Wahnsinn. Wir haben genau dasselbe Problem, Bruder. Hallo, Gott segne euch und eure Familie. Gott segne dich, mein Vater. Und wir haben genau dasselbe Problem. Und wir werden nämlich 50% Ganz kurz, Brandon. Hope, vielen, vielen Dank für das Abonnieren, ne? Vielen, vielen, vielen Dank für die Unterstützung, ne? Leute, ich küsse eure Herzen, ja, ich muss das immer jedes Mal ansprechen, weil ich finde, es ist ein Segen, ne? Wenn jemand unterstützt, ja, ohne dass wir irgendwas sagen müssen, sondern wir sprechen einfach das Wort Gottes und wer Lust hat, macht halt das, was er gerne machen möchte, das ist gar kein Problem. Wichtig ist, dass wir einfach nur ehrliche Arbeit machen, das ist ganz wichtig. Und deswegen, Hope, vielen, vielen Dank, ne, fürs Unterstützen. So, Brandon, jetzt. Genau. Also, wir haben genau dasselbe Problem, Bruder, und ich bin da 100% auf deiner Seite. Wir Schwarze, aber auch alle anderen, also ich sag gleich was dazu, aber gerade wir Schwarzen, Bruder, wir müssen zusammenhalten,
weil wir haben es schwer gehabt. Jeder kennt die Geschichte, ja, andere Völker genauso, also wir brauchen es nicht irgendwie runterzureden. Ja, aber wir, wir werden auch, Bruder, in Nigeria, wir werden zu 50%, Bruder, von Muslimen besetzt. Und das, was bei uns im Norden passiert, ja, Bruder, die können hier auf TikTok, die möchte gern Apologeten, die können hier reden, Bruder, hier. Aber das, was da tatsächlich passiert, Bruder, das kannst du nicht schwecken. Wir machen dich groß, Bruder, dass du die Wahrheit darüber sprichst, was da passiert ist, Bruder. Es ist ganz wichtig, dass wir unsere Brüder aufklären, die, sagen wir mal, unsere schwarzen Brüder aufklären. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen darüber aufklären, weil unsere schwarzen Brüder gehen alle verloren, weil diese Dämonen unsere Brüder verführen. Und das geht nicht, Bruder. Wir müssen da zusammenhalten. Ja? Genau. Dankeschön, Bruder. Auf jeden Fall, was dort passiert in diesen Ländern, ist krass. Und ich rede nicht gegen eine Religion oder sonst irgendwas. Ich habe Freunde in meinem Freundeskreis, die diese Religion teilen. Aber man muss sagen, zum Beispiel in Nigeria ist das Ganze so, Bruder. Wir haben, du weißt ja, vielleicht ist es im Kongo auch so. Ihr seid ein bisschen geteilt, ne? Gibt es bei euch die Obas? Oba? Ja, kenne ich. Kennst du, ne? Und bei uns etc., ist es extrem schlimm, weil, Bruder, der Norden trennt sich von uns unten. Mhm. Und Nigeria ist eigentlich von Grund auf ein christliches Land. Kein Richtig. Land. Und wie dieses Land versucht wird zu islamisieren, ist durch Kampf, TikTok-sportlich, durch Krieg, TikTok-sportlich, und durch Gewalt. Nichts, nichts hat diese Nation, ja, tut mir leid, wenn ich das so ausdrücke, beigetragen, dieses Land zu stabilisieren. Nichts, nichts. Ich habe hier, ich wohne hier in meinem Elternhaus, Bruder, von meinem Vater. Ich habe hier meinen Vater hier, der kann euch alles erzählen. Er ist geflüchtet. Er ist geflüchtet von seinem eigenen Land. Das ist er. Weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Salam alaikum, meine Brüder und meine Schwestern. Ja, warte mal bitte ganz kurz. Weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist, Bruder? Die kommen mit Gewalt sogar nach Afrika und wir lassen uns das noch gefallen. Das ist das Schlimmste an der Sache, Bruder. Ja, ja. Anstatt die aufstehen. Bruder, wenn die aufstehen, diese Löwen, Bruder, ist Schicht im Schacht. Aber ja, aber machen auf. Sie nicht. Sie stehen machen nicht. Sie nicht. Das ist das Problem. Ja, Bruder. Das ist das Problem. Guck mal. Und deswegen, das ist das Problem, was wir auch hier in Deutschland haben, Bruder. Wir dunkelhäutige Brüder, generell, wir Christen, alle, egal welche Nation, ja, sei es ein Italiener, sei es ein keine Ahnung, Mexikaner, sei es ein Serbe, sei es ein Kroate. Alle Christen müssen zusammenhalten. Es ist Amen. Egal. Hauptsache, der, der in Christus ist, wir bleiben zusammen. Ja, ja, dass wir da zusammenhalten. Ey, hör auf mit diesen Geschenken. Hm? Aramäer, Aramäer, der Bruder Aramäer. Wir küssen doch dein Herz, Aramäer. Ich küsse doch dein Herz, mein Sohn. Zu machen gibt alle Ehre dem Herrn Yeshua HaMashiach, Jesus der Christus. Richtig. Bruder, ich möchte noch etwas sagen zu seiner Aussage. Galater 3, liebe Geschwister, Galater 3 sagt, da ist weder Jude noch Grieche, noch Freier noch Sklave, noch Mann oder Frau. Wir sind alle eins in Yeshua HaMashiach, eins in Jesus Christus. Unsere Nationen dürfen uns nicht trennen und im Christentum sowieso nicht. Eine Nation ist nur etwas, was wir durch die Geburt mitgegeben, mitbekommen. Aber im Himmel, eines Tages, wenn wir alle, Bruder, zu Tisch sitzen, beim Herrn, beim Mahl, Bruder, meinst du, dann fragt Jesus die Türken bitte zuerst, dann die Kongolesen, dann die Nigerianer. Genau, sowas gibt's bei Gott. Bruder, das gibt es bei Gott nicht. Gott hat alle gemacht. Gott hat nicht eine Nation gemacht und hat sie dann vorgezogen. Sondern richtig. Alle Nationen, alle Bruder, ich liebe jeden. Ich habe, Bruder, ich habe Russen in meinem Kreis, Bruder. Ich habe ja. hab Türken, Araber, Bruder, Araber, Afghanen, alles, Bruder. Diese Welt muss zusammenrücken und Jesus in die Mitte stellen. Diese Welt muss einmal zusammenrücken und Yeshua muss der Sieger sein. Und Yeshua ist schon. Hat alle Menschen hier. Yeshua wird Sieger sein. Liest Offenbarung Kapitel 19. Jesus, Bruder, Jesus ist der einzigste Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand, kein Muslim, kein Alevite, kein sonst irgendjemand, wird je zum Vater kommen, denn nur durch Yeshua HaMashiach. Denn Jesus ist der einzige Weg und die Wahrheit und das Leben. Bruder. Richtig.
Richtig. Und deswegen, wir müssen zusammenhalten. Bruder, ich finde deinen Dienst wirklich sehr gut, Bruder. Ich muss dir danken. Ich folge dir auch schon seit längerer Zeit. Manchmal bin ich drin. Du hast immer viele Zuschauer. Das heißt, die Nachrichten gehen schnell. Aber gut, dich hier zu sehen, weil dann folge ich dir mal zurück. So, jetzt, ich folge dir. Ja, Bruder, ich wusste gar nicht, dass du bei mir hier drinne bist, weil das Ding ist, Leute, ich mache mich mal ganz kurz groß, damit die Leute auch hören, was ich auch zu sagen habe. An alle, die hier drinne sind, ich küsse alle eure Herzen, ja. Das Problem ist, ich würde jeden einzelnen Christen folgen, egal wer, meine Brüder, ich folge euch alle. Aber manchmal kann ich das nicht einordnen, wer wirklich ein Christ ist und wer nicht, weil es sind auch welche unterwegs, das sind falsche Christen. Ich sage euch, warum falsche Christen. Sie verkleiden sich als Christen, sind aber eine ganz andere Religion. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, sie verkleiden sich und fügen dieses Profil hinzu und sagen, ja, ich bin, aber sind es nicht, ja. Deswegen, man muss vorsichtig sein, ja. Das sind Wölfe im Schafspelz, genau. Ja. Und an die ganzen Abonnenten, ne, ihr wisst schon, ihr könnt die aramäische Flagge, armenische Flagge und jesidische Flagge hier reinposten, ne? Ihr habt diese ganzen Rechte, ne? Das wisst ihr schon. Genau. Jetzt haben wir nur kurz den, der eine aus, wie heißt du? Es der eine aus. Ja, ja, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Du hast ja gerade gesagt, man darf jesidische Flaggen reinposten. Es gibt keine jesidische Flagge. Rede nicht über die Jesiden. Nimm die Jesiden aus deinem Mund. Hey, ich sag noch nichts Schlimmes. Wir sind alle Menschen, Alhamdulillah. Ja, alles gut, aber rede nicht über Jesiden. Wenn du ein Thema ansprechen willst, gerne, aber rede nicht über meine Brüder. Hey, Bruder, was jetzt passiert? Ich habe jetzt nichts Schlimmes gemeint, Bruder. Alles gut. Ich meine es nicht böse. Ich meine nur, rede nicht über die Jesiden. Weil Jesiden werden immer angegriffen. Ich hab's langsam satt, dass die Leute über Jesiden sprechen. Die Leute sollen die Jesiden in Ruhe lassen. Alles gut. Du kannst gerne, wenn du christliche Fragen stellen willst, keine Ahnung, irgendwas, gerne, stell sie. Aber Jesiden möchte ich nicht, dass irgendjemand die erwähnt. Alles gut. Ich habe eine Frage, ne? Ich habe ja gerade was geschrieben, warte. Ich habe halt geschrieben, ich bin Alhamdulillah, ich bin Muslim. Dann gab es einen Junge, der hat irgendwas geschrieben, warte. Okay, guck mal, Beispiel der Amo. Der schreibt, jeder macht mal Fehler, mein Beileid. Soll ich auch bei euch Christen sagen, mein Beileid, dass ihr Christen seid? Machen wir. Okay, möchtest du jetzt eine Frage stellen oder möchtest du auf den Chat eingehen? Ich verstehe dich jetzt nicht. Bitte keine Fitner hier. Okay, können die anderen als erstes reden und dann, ich suche mir ein paar Fragen aus, okay? Okay, und dann würde ich dir eine Frage stellen. Ist das okay? Ja, Bruder. Frag alles, was du willst, Bruder. Alles klar, dann stell uns mal die Frage. Ich habe gerade eine Bedrohung gekriegt. Ja, Manal, brauchst dir keine Sorgen machen. Das sind meistens immer leere Worte. Brauchst dir keine Sorgen machen. Ja, dann stell uns die Frage. Wir sind ganz Ohr. Wir haben hier viele Christen. Alles gut, stell uns die Frage. Die anderen wollen auch reden. Ich muss mir ein paar Fragen aussuchen noch, was ich stellen kann und so, weißt du? Oder okay, wissen Sie? Dann such sie dir aus. Ist das die PDF-Datei von Hamdi? Wer? Wie meinst du? Egal, alles gut. Wir warten jetzt einfach auf deine Fragen und dann stellen wir dir eine Frage. Glaubst du sehr stark an den Islam? Ich bin Alhamdulillah Muslim. Aber wie soll ich jetzt sagen? Ich bete nicht jeden Tag. Das will ich das auch ist, ich, das ist Haram, was du machst, das weißt du schon. Du musst Ghusl machen. Du musst Ghusl machen und beten. Und fass den Koran nicht an, wenn du dir keine Gebetswaschung gemacht hast. Du musst Ghusl machen. Ja, die Gebetswaschung ist wichtig. Ja, musst du. Du darfst den Koran nicht anfassen. Du musst Ghusl machen, mein Freund. Wie ist es bei euch Christen? Wollt ihr auch mit dreckigen Händen die Bibel anfassen? Bruder, wir waschen unser Herz. Weil es bringt dir nichts, Bruder, wenn du mit sauberen Händen ein Buch anfassen tust, aber dein Herz ist das Dreckigste, was es gibt.
Weißt du? Richtig. Wie mit einem gereinigten Herz, Bruder, ein Penner, der auf der Straße lebt, ein Penner, ist dem Herrn wohlgefälliger als einer mit geleckten Haaren, Bruder, der seine Hände fünfmal am Tag wäscht, aber sein Geld dreckig verdient. Also, mein Lieber, du brauchst ziemlich lange. Stell uns doch mal Fragen. Also, wenn du christliche Fragen hast, gerne, stell sie. Wir stellen dir nur eine Frage. Alles gut. Hatte Jesus Sünden begangen? Was hat Jesus getan? Hat mal Jesus Sünden begangen, halt so schlechte Sachen mal. Jesus war sündenfrei. Er hatte nie Sünden gehabt. Ja, steht er war perfekt. Okay. Du kannst mir drei Fragen stellen. Stell mir drei Fragen und danach stelle ich dir eine einzige. Nein, stell mir jetzt eine Frage, bitte. Nein, stell mir die zweite Frage. Ich habe sehr viel Erbarmen mit dir, deswegen. Stell mir die zweite Frage. Es stimmt, dass Jesus Moslem war, oder? Wie, anhand was legst du fest, dass er ein Moslem war? Weil er hatte Vollbart. Nein. Was hat das mit dem Bart zu tun? So ein Bart. Was hat ein Bart damit zu tun, dass man ein Moslem ist? Sind dann jetzt Wikinger auch Moslems? Nein. Ah, merkst du was? Also warum? Denn müssten ja alle Wikinger ja Moslems sein. Dann stell mir die dritte Frage. Stell mir die dritte Frage. Das ist gar kein Problem. Stell mir die dritte Frage, dann stelle ich dir eine einzige Frage. Mehr nicht. Ich warte. Kein Problem, Leute. Er sucht seine PDF. Ist ja okay. Ist ja nicht so schlimm. Also der Weihnachtsmann ist dann auch ein Moslem, ne Leute? Nikolaus, Weihnachtsmann, alle sind Moslems, weil sie einen Bart haben. Ich bin auch Moslem, ich habe auch Bart. Ne? Dann bist du ein Moslem, wenn du einen Bart hast. Ne? Leute, was ist denn das für eine Irrlehre? Das ist eine komplette Irrlehre. Leute, merkt ihr was? Das ist eine Irrlehre bis zum geht nicht mehr. Das hat nichts mehr mit Gott zu tun. Ja, du hast Bart, du bist Moslem. Hä? Du musst im Herzen mit Gott sein. Mit Jesus Christus. Und nicht, weil der eine ein Bart hat, bist du Moslem. Ach, ja, was ist denn das? Das ist so eine Irrlehre, dass man das nicht checkt. Ich hätte noch eine Frage, ne? Ja, stell uns bitte die dritte Frage. Aber warum tut ihr immer so Fitna machen? Zum Beispiel immer, ich gehe in ein paar Lives rein, da sagen jemand, Muslime sind so... Der Christentum ist das Beste, was es gibt für euch Menschen. Keiner hat dir gesagt, dass das Christentum das Beste ist, was für Menschen ist. Der Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit, mein Freund. Und bei uns ist es nicht die Religion, sondern wir folgen Jesus. Es geht darum, dass Gott ist keine Religion, mein Freund. Alesio, ich küsse dein Herz, danke. Gott ist keine Religion, mein Freund. Gott, es ist ein Glaube. Es ist etwas, was man folgen sollte. Die Wahrheit. Jesus Christus, die Wahrheit. Das, was man folgen sollte. Und nicht Religion. Okay. Aber ich stelle dir jetzt eine einzige Frage. Ja, bitte. Darf ich dir eine Frage stellen? Darfst du. Du hast alles stellen, was du willst. Das ist ja dein Life. Fuck. Alles klar. Cristiano, ich küsse dein Herz, Bruder. Ich möchte von dir eine einzige Prophezeiung. Und ich sag dir aber, wie diese Prophezeiung sein soll. Denn in unserer Bibel finden wir diese Prophezeiungen. Ich möchte von dir eine einzige Prophezeiung. Ein Ereignis, was in der jetzigen Zeit passiert ist. Keine biblischen Prophezeiungen, keine Kriegsprophezeiungen, die nie in Erfüllung gegangen sind, dass man sagt, hey, da hinten nehmen wir das ein, das ist eine Prophezeiung, das ist keine Prophezeiung. Ich will nichts mit
hohe Türme, die gebaut worden sind, als Prophezeiung haben, denn das kommt schon in der Bibel vor. Ich möchte eine islamische Prophezeiung, denn unser Buch ist ja angeblich verfälscht. So, ich möchte von dir eine islamische Prophezeiung, die eingetroffen ist, wo man sagen kann, okay, das ist die Wahrheit. Ein Ereignis, was einen Sinn ergibt, eine Göttlichkeit, was wirklich einen Sinn ergibt. Eine Katastrophe, eine Naturkatastrophe, die geschehen ist oder kommt. Und aber bitte keine biblischen Prophezeiungen. Du hast das Wort. Die Kaaba. Was die Kaaba? Du hast gesagt, keine Türme, aber uns Muslime ist die Kaaba auch wichtig. Ist das eine Prophezeiung? Was ist Prophezeiung, wenn ich fragen darf? Flex, Bruder, der ist noch jung. Bruder, der ist underaged. Du musst eine Prophezeiung ist eine Vorhersage. Und in der Bibel sind über 6000. Bruder, ich mach das einfach für ihn. Hör zu. Irgendwann wird die Welt untergehen. Hör zu, darf ich dir was sagen? Sag. Nimm den Herrn Jesus Christus an, denn er ist die Wahrheit und das Weg. Das was du da folgst, ist keine Wahrheit. Ich sag dir ehrlich, wie es ist. Alhamdulillah Muslim. Ich sterbe. Alhamdulillah Muslim, null Prophezeiung, mein Freund. Alhamdulillah Muslim, null Prophezeiung. Nix. Nix. Okay, guck mal, wir Muslime haben im Osmanischen Reich. Alhamdulillah Muslim, null Prophezeiung. Gar nichts. Ja, Tama. Guck mal, ich folge dir sehr lange. Du warst richtig gut, du bist ein echt guter Mensch. Da. Seitdem dieser, wie heißt der nochmal? Blenden da ist, wer? Du bist anders. Du bist anders. Nein! Nein, ich sag die Wahrheit. Das ist der Unterschied. Ich sage dir die Wahrheit. Das ist ein Riesenunterschied. Okay, woher willst du wissen, dass es halt die wie heißt es nochmal? Die Wahrheit ist. Hast du einen Computer gerade bei dir? Nein, Bruder. Nein. Schreib dir das mal bitte auf. Ich möchte nur, dass du die Wahrheit erkennst. Ich habe ein Zweithandy. Okay. Du hast ein Zweithandy? Ja. Dann geh mal bitte auf Bibelserver, bitte. Leute, jetzt wird er selber etwas lesen und dann will ich ihn dann fragen, was er da gelesen hat. Geh mal bitte auf Bibelserver. Nein, auf so welchen Seiten gehe ich nicht drauf, Bruder. Willst du lernen oder willst du nicht lernen? Ansonsten nehme ich dich wieder runter, dann ist alles okay. Ja, Mama kommt. Egal, nicht so schlimm. Ich mach dich mal raus. Möge Sallallahu Alaihi Wasallam dir helfen, wenn er da ist und dir helfen kann. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Naja, was ich dazu sagen kann, Leute, merkt ihr, wie traurig das ist? Leute, das ist mega traurig. Leute, das ist schon mega, 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 mega traurig. Leute, das ist traurig. Oh je, oh je, oh je. Hallo. Ja, auf jeden Fall. My Life, ganz kurz. Hörst schon die ganze Zeit. My Life, jetzt, wie geht's dir, mein Lieber? Mir geht's wunderbar. Ich hoffe, euch auch allen. Gott segne euch und eure Familien. Ja, danke. Flex, ich habe noch mal eine Frage. Der junge Mann, der von aus Amerika oder aus England da war, dieser, Das war Rob Christian, der ist sehr bekannt auf YouTube. Genau. Ja, wunderbarer Mann. Ich wollte noch mal fragen, hast du schriftlich doch mal diese, wo das steht, was er da vorgelesen hat? Ich werde Rob Christian schreiben und dann schickt er es mir einfach mal per WhatsApp oder so und dann kann ich es euch dann zeigen. Das wäre super nett, weil das war eigentlich mein eigentliches Anliegen. Ich habe jetzt auch nicht so eine gute Verbindung.
Und auf jeden Fall, das war ja wieder absolute Schachmatt. Ja, ich bin mittlerweile sehr, sehr stark vernetzt, also überall fast. Also ich kenne sehr viele Leute jetzt schon mittlerweile, ne? Also. Ja. Aber es kommt ja jeden Tag wieder was Neues auf den Tisch. Ja, es kommt ja jeden Tag wieder was Neues ja hoch da. Das ist, das nimmt ja es ist Ende. Gut. Ich meine, wir müssen die Brüder und die Geschwister zusammenführen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mir liegt etwas auf dem Herzen, und zwar die schwarze Community. Ja, die schwarzen Brüder, die den Islam unbewusst annehmen. Und das möchte ich nicht. Denn diese Brüder werden dann auch gegen uns sein. Und das will ich nicht. Ich möchte, dass diese Brüder mit uns sind und an unserer Seite zusammenkämpfen. Und nicht gegen uns sind. Und das ist schlecht. Ja, wir haben ghanesische Brüder, die, sobald sie hören, dass wir Christen sind, du merkst so diese Aura, die sind schon gegen uns. Und das war davor nie der Fall. Aber woher holst du diesen Hass die ganze Zeit gegen die Moslems? Das verstehe ich jetzt. Ali, hör zu. Guck mal, weil das Ding ist, ich will dir mal was erklären, auch deine schwarzen Brüder, ja? Die sind auch geboren, haben auch etwas gelernt von ihren Eltern. Und dann will einer wie du kommen und sagen, ey, das, was eure Eltern euch beigebracht haben, ist falsch. Keiner sagt dir auch, dass der Christentum falsch ist. Bist du fertig? Darf ich reden? Ja. Ali Anta. Warte, my life, ganz kurz, my life. Erstens geht es um eine Sache, mein Freund. Darüber aufzuklären. Zweitens, Ali, wir haben schon so viele Dinge hier drinnen gezeigt. Ich glaube, ich muss gar nicht mehr darüber debattieren. Warum? Denn ich habe gemerkt, dass wir einfach in der Wahrheit sind. Das ist einfach Fakt. Nummer drei, du müsstest jeden Einzelnen, den du auf der Straße siehst, eigentlich eine Nackentherapie verpassen, sobald du hörst, dass er Christ oder ein Jude ist. Und das ist ein gültiger Vers, laut den Tafsiren, mein Freund. Deswegen komm nicht hier drinne und sag, hey, woher kommt der Hass? Es geht hier nicht um Hass, es geht darum, dass meine dunkelhäutigen Brüder ja nicht in eure Ecke kommen. Darum geht's mir gerade. Voll rassistisch, wie du das gerade formuliert hast. Nein, es ist nicht rassistisch. Ich möchte aber einfach meine Brüder und Geschwister schützen. Warum? Es geht darum, dass eure Leute, sobald bei euch was ist, dann haltet ihr ja alle zusammen. Alhamdulillah, Moslem. Aber wir Christen, sobald sie alle, sagen wir mal, gesplittet sind, dann packt ihr euch diese Leute so einzeln, so, hey, hör mal zu, wir sind die Wahrheit und so. Nein. Das geht nicht. Und deswegen sage ich immer zu meinen Brüdern und Geschwistern, Leute, egal wer, alles, jeder, der in Christus ist, wir unterstützen unsere Brüder und Geschwister, so wie ihr das macht. Aber, dass ihr schon in den Sportbereich reingeht und unsere dunkelhäutigen Brüder schon verführt, ja, die Schahade auszusprechen und den Islam anzunehmen, sogar Floyd Mayweather, sogar Floyd Mayweather hat eine Ansage gemacht und hat gesagt, wie könnt ihr nur unsere Brüder verführen? Ach, warum? Dein Bruder ist als Moslem geboren und er hat den Islam gelernt. Ganz einfach. Wer? Und er war dafür stolz, das einfach auszusprechen. So muss man das sagen. Was für Stolz, weil er keine Ahnung darüber hat, deswegen. Würde er diese Verse lesen, die da drinnen stehen, der würde es sofort verlassen. Sofort. Jeder Afrikaner, der den Koran kennt, der kennt den Koran in- und auswendig. Nein, er muss die Tafsire lesen und dann kennt er den Islam richtig. Du Ali, musst die Erklärung dazu lesen. Ali, ganz kurz, kennst du das alles, was da steht? Weiß nicht. Nein, weiß er nicht. Aber ich kenne viele Afrikaner, ja, und die kennen schon den Koran Ali, voll auswendig. Pass mal auf, Ali, ganz kurz. Du weißt nicht, wann, also ich weiß das auch nicht. Ich wünsche dir echt auf jeden Fall ein super langes Leben. Aber du weißt nicht, wann mit deinem Leben das irgendwann zu Ende ist, weißt du? Und das ist ganz entscheidend, was danach passiert. Und wenn du einen falschen Glauben hinterher rennst, nur weil dir Leute das erzählt haben oder 2 Milliarden Menschen das erzählen, deswegen kann das, ist das weißt so lange richtig, verstehst du? Weißt du, welche Religion den Islam gerettet hat? Komm nicht mit Christentum, wir kriegen die ganze Zeit Nackentherapie von euch. Bitte hör auf, Mann. Ja.
Das ist keine Nackentherapie. Also, was ist in Nigeria? Guck mal, du versuchst überhaupt keine Kritik. Du versuchst überhaupt gar nichts anzunehmen. Du willst nur die ganze Zeit abgeben. Warte mal. Was ist in Nigeria passiert? Was ist mit meinen dunkelhäutigen Brüdern und Geschwistern passiert? Ich habe Anrufe bekommen. Was passiert in Afghanistan? Was passiert in Irak? Es sind dieselben Menschen, die diese Menschen verführen. Es sind dieselben Menschen. Das sind die Amerikaner, die uns verführen, so einen Scheiß zu machen. Ali, du hast da recht. Aber Flex meint was anderes. Was meinst du? Wir wissen, Ali, guck mal, wir wissen, dass das Christentum nicht unbedingt Christentum sind. Es gibt auch Christen, die machen Kriege. Das haben sie im Mittelalter auch Frauen aufgehängt, verbrannt und so. Das wissen wir alles. Auch der Papst verführt seine Leute, die verführen auch Kinder. Das wissen wir auch. Das sind aber keine Christen. Wenn du ein Christ bist, bist du mit Jesus Christus. Und Jesus Christus war sündenfrei. Und das ist der einzige Weg, um, dass du überhaupt ins Paradies kommst. Und du, bei euch im Koran da oder in euren Schriften, da stehen, ich habe hier 40 Sachen, ich bin Deutscher, da stehen 40, 50 Sachen drin, da klappen wir die Fußnägel hoch. Das kann doch keine heilige Schrift sein. Du musst dir mal die Sachen hier folgen. Das musst du mal, ich habe das alles nachgegoogelt. Das ist alles hundertprozentig wahr. Ich habe auch, kenne noch einen Araber, zeigt mir das auch alles. Der hat mir das auch übersetzt, das Arabische. Das könnt ihr gar nicht verstehen. Verstehst du das? Und das wird einfach bei euch in euren Moslemschulen oder in euren Moscheen wird das einfach gelehrt. Die erzählen das einfach so ein Blödsinn weiter. Mensch, da steht drin, mit kleinen Kindern zapzarab und du kannst die Frau von deinem Bruder kriegen. Guck mal, ich mach das sogar noch besser, Ali. Wer hat im Dezember die christliche Gemeinde angegriffen in Nigeria? Wer war das schon wieder? Wer hat meine Brüder und Geschwister dort abgemetzelt? Wer war das? Sag es mir mal. Sei ehrlich und sag es hier in den Stream. Wer war das? Ohne Geld hätte er das ja nicht gemacht. In Afrika macht man gar nichts ohne Geld. Nochmal. Wer hat meine Brüder und Geschwister an Weihnachten abgemetzelt? Hat die bezahlt? Wer war das? Wer hat die bezahlt, das zu tun? Wer? Das ist die Frage. Ey Mann, ich bin in Afrika geboren, ich weiß ganz genau, wie das abläuft. Ohne Geld läuft gar nichts. Da krümmt sich keiner am Finger. Weißt du, von wo sie diese Befehle bekommen? Weißt du eigentlich, was in deinem Buch drin steht, in den Tafsiren? Weißt du, was da drin steht? Bring sie in Ketten, bis sie den Islam angenommen haben. Weißt du eigentlich, was in deinem Buch drin steht, mein Freund? Weißt du eigentlich, was die Leute da... Früher hat man ganz, ganz anders gedacht und die Menschen haben den Koran halt immer noch so gelassen, wie er erschaffen worden ist. Und in jedem Buch gibt es irgendwo was, ne? Der Koran ist... Auch in der Tora. So, wie er ist, endgültig. Es ist vollständig. Mein Freund, da kann man nicht... diese Ausreden, bitte. Es steht da drinnen. Flex, ganz kurz mal. Also da stehen wirklich extrem schlimme Sachen drin und das hat sich keiner ausgedacht. Das sind ja eure Tafsire und eure Gelehrten, die das da bezeugt haben. Die sagen ja nicht, das steht da nicht drin. Wenn du so einen Großgelehrten sprachst, der steht da drin. Ja, verstehst du, Ali? Wo die Deutschen die afrikanischen Kolonien übernommen haben, hatten sie aber auch schwarze Sklaven. Ali, ja, aber so hat man früher gedacht. Das ist Ali, einfach das war so. Genauso schlimm. So aber waren die Menschen. Aber das hat nichts mit der Bibel zu tun. Bei uns in der Bibel steht ich nur weiß, die Bibel drin. Bei euch wurde es auch verändert. Nein, da wurde und nichts verändert. Und sie haben halt das Buch noch immer so gelassen, okay, wie es war. Warte, ich mach My Life, ganz kurz. Ich mach das ein bisschen einfacher für dich. Wenn du sagst, dass die Bibel verändert worden ist, was wurde denn verändert? Sag mir bitte was. Und wo steht das drinne, dass es verändert worden ist? Bitteschön. Ich weiß nur, es gibt ein altes Testament und ein neues Testament. Ja, was genau da verändert worden ist, kann ich nichts zu sagen. Okay, und weißt du, was sehr, sehr schlau ist? Da merkt man, du hast gar nichts gelesen. Ari Vagabonita, ich küsse dein Herz. Du hast es nie gelesen, aber guck mal, was du sagst. Du sagst jetzt, ja, es gibt das Alte und das Neue Testament. Es gibt einmal das Alte Bund und das Neue Bund. Wir leben jetzt im Neuen Bund. Und dieses Neue Bund, wer hat das geschrieben? Wer hat das verfasst? Erzähl's mir. Ey Mann. Woher nimmst du überhaupt das Wort, dass es verfälscht ist, wenn du es nicht mal weißt?
Ali, das vom Gott. Ich habe nie gesagt, dass es verfälscht ist. Wir haben das aufgeschrieben, Ali. Ich habe nie gesagt, dass es verfälscht ist. Warum verfälschst du jetzt meine Worte? Du hast doch gerade eben gesagt, es ist verfälscht. Ich habe gesagt, es gibt ein altes Testament und ein neues Testament. Ich habe nie gesagt, es ist verfälscht. Du hast aber davor gesagt. Bevor du auch verändert, hast du gesagt. Ja. Es wurde verändert. Ja, also, es ist ja verfälscht dann in dem Sinne, oder nicht? Nein. Es wurde optimiert. Nee, Ali, guck mal, wenn meinst du, dass ein Gott, also Gott, dass der alles machen kann, was er will? Ali? Ich gehe davon aus, dass es irgendeinen da oben gibt, der uns erschaffen hat. Ja, nee, das war nicht meine Frage. Glaubst du, dass der Gott alles machen kann, alles erschaffen kann, alles tun kann, alles verändern kann? Glaubst du das? So wie derjenige das Universum erschaffen hat, kann er da auch natürlich was verändern. So, pass auf, meinst du, wenn er eine Schrift auf die Erde sendet, mit Propheten, meinst du, dass jemals einer so eine Schrift verändern kann? Wer sich das traut, oder wie Zeugen Jehovas die Bibel umschreiben, die gehen alle drauf, diese Typen. Die haben ja auch versucht, Ali, weißt du, was mir aufgefallen ist, Ali? Kann ich mir vorstellen. Weißt du, was mir aufgefallen ist, Ali? Immer sind die anderen schuld. Ihr seid nie schuld. Nein, ich sage nie, dass einer schuld ist. Ich versuche das immer in Gleichgewicht zu behalten, dass du nicht immer von der einen Seite nur drauf hämmerst, ja, dass du auch mal eine kleine Waage hast, ne? Dass du das gleichmäßig reden kannst. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich dir aufzeige... My Life, ganz kurz, bitte. Ja. Lies uns das mal bitte vor. Sure 9, Vers 29. Lies uns das mal bitte vor. Kämpfe gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an die... an den Jüngsten... Tag glauben und nicht verbieten. Was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen, von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. So, ich bin noch nicht fertig, bevor du redest. Egal. Jetzt hole ich den Tafsir. Damit keiner sagen kann, das ist ein Kriegsvers. No. Warte, was steht denn da unter? Da stand doch irgendwas von den Juden. Ja, was ist denn jetzt? Ja, dann lies mal. Hier, die Juden sagen... Das ist nicht wichtig. Das hier ist nicht so wichtig. Das hier. Aber ich will mal das da unten lesen. Ja, dann lies mal. Ja. Warte, wo bist du jetzt? Hier. Die Juden sagen, Osar ist Allahs Sohn. Und Christen sagen, Masch ist Allahs Sohn. Al-Masih. Ja. Das sind ihre Worte aus ihren eigenen Mündern. Sie führen ähnliche Worte wie diejenigen, die zuvor ungläubig waren. Allah bekämpft sie, wie sie sich doch abwendig machen lassen. Jetzt holen wir die Erklärung zu Sure 9, Vers 29. Wir gehen jetzt in den Tafsir rein, mein Freund. Boom, bitteschön, lies uns das mal vor, auf Englisch. Heights who do not believe in God, nor in the last. Ich lese es dir vor. Fight those who do not believe in God, nor in the last day, for otherwise they would have believed in the prophets. And who do not forbid what God and his messenger have forbidden, such as wine, nor do they practice the religion of truth and the firm one, abrogated other religions, namely the religion of Islam. Das heißt also, wir müssen den Islam annehmen, ansonsten mach was, bekämpft sie, wenn sie den Islam nicht angenommen haben. Fight those who do not believe in God. So, und was noch dazu kommt, Juden und Christen,
pay the Jizya. Wir müssen Kopfsteuer zahlen. Warum? Weil wir den Islam nicht angenommen haben. Deswegen müssen wir diese Kopfsteuer zahlen. Bitteschön. Das ist deine friedliche Religion. Boom. Bitteschön. Das ist Islam. Das ist Ali, Islam, mein Freund. Ali, die einzigen. Aber so, das ist aber so wurden das halt ist früher Regeln gemacht. Jetzt nein, gibt es die in keinem islamischen Land mehr. Nein. Hallo, hallo, Ali. Hallo, das ist dein Koran. Warte mal, my life, ganz kurz. Mein Freund Ali, das ist dein Koran. Willst du jetzt sagen, das gilt nicht mehr oder was? Nein. Nein, nicht mehr in diesem heutigen Tag. Mein Freund, das ist ein gültiger Vers. Was ist denn? Was stimmt mit dir nicht? Das ist Koran. Der ist gültig. Wir müssen Kopf stehen. In den alten Zeiten, ja, früher in den alten Zeiten waren das so die Gesetze, so wie bei den Christen, Juden, ja, die hatten auch solche Gesetze, die natürlich bei denen offiziell abgeschafft worden sind, aber ich denke mal, im Koran ist es genauso geblieben. Aber ausgeübt wird das in keinem islamischen Land. Ali, das ist der friedliche. Das ist, ganz kurz, guck mal, ich soll. Warte mal ganz kurz, wir klären das gleich. Ali, der IS, die Taliban, die ganzen. Der von der USA gegründet worden ist, genau. Ja. Die sind das sind richtige Moslems. Die machen das richtig, weil es steht im Koran drin. Juden. Und also für uns, die sind keine Moslems. Für uns sind das keine Moslems. Ja, da kann man auch die Bevölkerung selbst fragen, ja, bevor man ein Urteil dazu fällt. Die armen Bevölkerung, die natürlich darunter gestorben sind. Die machen, was im Koran steht. Da steht Nackentherapie. Alle Juden und Christen, Nackentherapie. Auf jeden Fall sind das natürlich Gruppierungen, die gegründet von westlichen Staaten sind. Und ja, und so wurden die auch gefördert. Vom westlichen Staaten. Ja klar, von der USA. Wer hat denn die Waffen geliefert? Nach Saudi-Arabien und dann von Saudi-Arabien in die USA. Guck mal, von Russland. Vom Al-Qaida, alle, die wurden alle gegründet? Ja, klar. Von Frankreich, von überall. Ja, aber wenn das im Koran steht, du musst das machen, wenn du im Koran steht. Und auch von Deutschland. Ihr Moslems, wenn die hier in Deutschland Überhand haben, dann musst du das Land einnehmen. Ihr müsst ein Kalifat hier ausrufen. Was hast du denn gedacht? Und wenn du das nicht machst, dann kommen die Großen und machen mit dir Nackentherapie. Nein, Mann, das war im 16. Jahrhundert vielleicht mal so, aber wir sind hier 2024. Hallo, guten Morgen. Das passiert in meiner Heimat. Was willst du denn erzählen? Nein, guck mal, sowas passiert nicht. Das sind halt nur reine Gerüchte, die ihr ausbreitet, aber mir ist das ja gewohnt. Lass mich mal ganz kurz, meine Frage erkennen. Leute, lasst mich euch ganz kurz unterbrechen für eine Sekunde. Im Tag. Wir haben getestet, die Leute. Wie viel mal bettest du im Tag? Und einer sagt, ganz kurz bitte. Gilan G oder wie auch immer der heißt, ich weiß es nicht. Was können wir denn für dich tun? Einen schönen guten Abend, Freunde der Sonne. Hallo, Flex. Einen wunderschönen guten Abend. Was können wir denn für dich tun? Ich wollte mal eine Erklärung eigentlich von euch so haben. Und zwar, Also ich verfolge dich schon ein bisschen mittlerweile. Ihr greift euch irgendwie alle so gegenseitig an. Also, nein. Merke ich auch schon die ganze Zeit. Nee. Nein, also meine christlichen Brüder und Geschwister, keiner wird angegriffen. Ich führe sie, wenn dann zusammen. Genau, richtig. Und alles weiter? Alles gut. Ich ergreife hier auch keine Partei, weil ich glaube weder an die Tora noch an die Bibel. Ja, aber du hast ja gerade ein Wort gesagt, ihr greift euch alle gegenseitig an. Und ich kann dir sagen, meine christlichen Brüder und Geschwister, keiner greift sich hier an, weil deswegen bin ich hier. Okay. Ich verstehe nur nicht, ich glaube, du weißt schon, wovon du redest. Das höre ich bei dir raus. Wieso lädst du nicht irgendwelche Leute ein, zum Beispiel, die Gelehrte sind? Das wäre was für Gelehrte? Wir hatten Gelehrte hier gehabt, die wir hier vernichtet haben, hier in diesem, ich will das jetzt nicht sagen, vernichtet. Wir hatten hier schon einen Imam drin gehabt, der hat sich selber auseinandergenommen hier. Was für Gelehrte? Deine Einstellung ist immer, die Leute auseinandernehmen und das ist falsch. Nein, warte mal ganz kurz. Ich darf nicht immer reinreden. Eins nach dem anderen. Gilan, jetzt. Also, ich finde, der Ali war hier auch falsch, weil der hatte auch keine Ahnung von seiner Religion. Und der davor auch nicht. Ja. Deswegen, klar, ich finde es auch gut, dass man die Leute aufklärt. Das ist auf jeden Fall richtig.
Aber muss ich machen, ja. Ich denke mir, dass ihr euch auch mal vielleicht die Frage stellen solltet, seit es die drei Hauptreligionen gibt, gibt es Krieg, Tod und Leid. Und wer hat sich mit dem Schwert verbreitet? Ich weiß das am besten. Ich bin Albaner und wir wurden 500 Jahre unterdrückt. Von okay, ich frage dich, ich küsse dein Herz, Shiptar. Bruder, ich küsse dein Herz, dass du schon alleine sagst, dass du Albaner bist. Meine Brüder sind selber Albaner, aber christliche Albaner sind das. Aber Bruder, ich will dir eine Sache fragen. Ja. Ich möchte bitte, dass du ehrlich bist. Natürlich. Ich möchte, dass du ehrlich bist, Bruder. Ja. Okay? Wie haben die sich verbreitet? Mit Rosen? Mit Rosen oder mit Schwert? Nein, mit dem nicht mal, ja, mit dem Schwert auf jeden Fall, aber sie sind in dein Haus gekommen. Aha! Merkst du was, Bruder? Genau, ja, sie sind in dein Haus gekommen, haben gesagt, nimmst du die Religion an oder willst du sterben? Genau, das war das Osmanische Reich. Richtig. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Und weißt du, was die mit Albanern, weißt du, was die mit den Albanern gemacht haben, Bruder? Weißt du das überhaupt? Was die albanische Geschichte angeht, gibt es wenige, die mir das Wasser reichen können. Kann ich dich gerne aufklären, kein Problem. Bruder, ich kann jetzt meinen albanischen Bruder sofort anrufen, der kommt, er kennt die Geschichte von Skenderbeg so gut. Ich muss ihn nur anrufen, der kommt sofort. Der ist auch mein Bruder, den, wo du meinst. Da erkennt er es eigentlich. Ja. Ach so, oh, okay, ja. Wenn ihr euch kennt, dann gut, okay. Genau, okay. Aber er kennt meine Einstellung, ich respektiere seine, ich respektiere jeden Albaner, an was er auch glauben möchte. Ja. An einem Punkt bin ich aber mit keinem Albaner einig, und zwar ist es der die albanische Flagge nicht zulässt und deine Sprache nicht zulässt. Das bedeutet, wenn dir deine Religion sagt, du sollst auf eine Sprache dein Gebet sprechen oder du sollst... Also deine Nation spielt dann keine Rolle mehr. Ich hatte auch Leute in meinem Live, die gesagt haben, zum Beispiel ein serbischer Christ, ein serbischer Moslem wäre wichtiger als ein albanischer Christ, was ich auch nicht gut finde, zum Beispiel. Es werden da zu viele Unterschiede gemacht. Mhm. Ich hab das jetzt gerade ein bisschen verpasst, weil ich ganz kurz was gemacht habe. Es tut mir leid, wirklich. Kannst du das nochmal bitte wiederholen? Es werden zu viele Unterschiede gemacht. Also ich bin eigentlich dagegen, dass man... also du wurdest ja... Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Land du kommst. Ich komme aus Ghana. Genau. Als Ghanese wäre ich zum Beispiel dagegen, gegen alles, was dagegen spricht, dass ich ein Ghanese bin. Sprichst du mir dazu? Mhm. Sowas gibt's bei uns nicht. Wir akzeptieren alles. Okay. Ich muss dir auch sagen. Also, guck mal, weißt du, was der Unterschied ist zwischen einem wahrhaftigen Christen und einem Moslem? Nein. Wir Christen heiraten sogar eine Japanerin, wenn es sein muss. Da, wo die Liebe hinfällt. Denn Gott hat uns alle erschaffen. Und Gott hat nie gesagt, heirate nur deine Landsfrau, sondern verbreitet euch und da, wo die Liebe hinfällt. Und nicht, du musst Albaner sein oder nur Albaner, du musst nur Afrikaner sein, du musst nur Chinesin sein. Sowas gibt es nicht. Gott ist Liebe, Bruder. Gott ist Liebe. Und das lehrt uns die Bibel. Gott ist Liebe und nicht Hass. Das ist wirklich ganz wichtig, Bruder. Flex, kurze Frage. Oder? Ja. Findest du aber nicht, dass das irgendwo ein Widerspruch in sich selbst ist, weil du sprichst ja auch in deinem Live deine schwarzen Brüder an? Oder? Ja, aber du weißt nicht, worauf ich hinaus möchte. Okay. Worauf ich hinaus möchte mit meinen schwarzen Brüdern ist, ich möchte nicht, dass meine dunkelhäutigen Brüder in die Irre gehen. Ja. Und eine gewisse Ideologie folgen, was mit Gott keine Gemeinsamkeit hat. Mittlerweile gehen diese Ideologien in Sportbereichen rein und versuchen, dunkelhäutige Brüder zu konvertieren. Alter, wo sind wir gelandet, Mann? Und verwirren die. Und dann kommt ein Floyd Mayweather, der sehr bekannt ist und sagt, hey, was soll das für eine Scheiße? Lasst mal die Finger von unseren Brüdern. Es ist einfach so.
Warum versucht man, andere zu manipulieren? Warum? Lasst die in Ruhe. Die sollen weiterhin an Christus glauben. Denn Christus ist die Wahrheit und das Weg. Ich muss als Theist, also nicht Atheist, sondern als Theist sagen, dass ich da anderer Meinung bin. Jedem das seine. Glaubt an, was ihr möchtet, Leute. Das ist das, was ich euch gerne sagen will, von mir aus. Sobald das aber an deine Nation rangeht und deine Nation dadurch reduziert wird, was auch mit dem deutschen Volk passiert, den Deutschen wird das in 100 Jahren nicht geben, weil genau das gemacht wird, was du halt gerade angesprochen hast. Man heiratet mit Japanern, mit dies und das. Und genauso ist es auch mit dem schwarzen Volk, genauso ist es mit den Albanern. Wenn wir uns alle vermischen, gibt es diese Völker nicht. Und das finde ich schade. Genau, und es ist auch vollkommen egal, warum. Ich kann es dir sagen, Gott ist Liebe. Du hast recht, aber Gott ist Liebe. Wir müssen nicht sagen, ach, ich muss jetzt nur eine Ghanesin heiraten, damit mein Volk nur... Es ist egal, Gott ist Liebe. Wenn wir sterben, dann nehmen wir unsere Nationalität nicht mit ins Paradies, mein Freund. Wir gehen zu Gott mit Liebe, ohne Nationalität, mein Freund. Natürlich. Wir gehen zu Gott ohne Nationalität, mein natürlich, Freund. Natürlich, natürlich. Aber Gott hat mich auch zum Albaner deswegen, gemacht und dich als zum Ghanesen. Nationalitätsstolz, warte, ganz kurz, diese Nationalitätsstolz. Legt das mal langsam ab, Leute. Ich habe auch Nationalitätsstolz. Meine Brüder sind auch hier drin. Na und? Da, wo die, wenn es eine Japanerin ist, eine Japanerin, wenn es eine Chinesin ist, eine Chinesin, wenn es eine Deutsche ist, eine Deutsche. Na und? Ist es eine Schwedin, ist es eine Schwedin, Däne. Ist doch egal. Da, wo die Liebe hinfällt. Das eben, das hat der Deutsche auch gesagt und deswegen ist das Volk halt bald zu Ende, ne? Wie gesagt, Leute, glaubt an, was ihr wollt. Das wollte ich auf jeden Fall gesagt haben. Ich verfolge deine Lives. Ich finde es manchmal echt amüsant hier. Coole Unterhaltungen. Ja. Wie gesagt, meiner Meinung nach, ich glaube halt an einen Gott, der uns erschaffen hat und nicht an die Götter, die die Menschen erschaffen haben. Den Gott tragen wir im Herzen und nicht in Büchern. Ja, aber deswegen haben wir die Wahrheit, wie Jesus Christus, die Kreuzigung, die auf jeden Fall historisch bewiesen ist. Und somit wissen wir, dass Christus die Wahrheit ist. Ganz einfach. Du kannst doch nicht irgendeinen Gott anbeten, der nicht existiert. Du musst an einen Gott glauben, der gekommen ist und die Sünden auf sich genommen hat, damit du mit ihm eine Gemeinsamkeit haben kannst im Paradies. Ich weiß nicht, ob dein Gott existiert hat und du weißt das auch nicht. Deswegen nennt man es Glaube. Du glaubst an etwas, aber du weißt es. Richtig. Aber die Kreuzigung ist historisch, dass es ihn gegeben hat. Bis heute noch können wir es beweisen. Und anhand der Schriften, die Schriftrollen, die gefunden sind, ja, wissen wir, dass dieses Buch die Wahrheit ist, ganz einfach. Von wem wurden diese Schriften, von wem gibt es diese Schriften? Weißt du, wer sogar diese Schriftrollen gefunden hat? Das war irgendwo in Türkei. Weißt du, wie diese Person sogar hieß? Mohammed. Was ein Zufall. Der hieß sogar Mohammed, der diese Schriftrolle gefunden hat. Der hieß sogar Mohammed. Das ist in Ordnung. Ich bin halt der Meinung, dass Menschen, wir sind Heuchler. Und deswegen würde ich da aufpassen, wenn man an etwas glaubte, was vom Menschen Hand geschrieben wurde. Versteht sich, oder? Ja, aber guck mal, pass auf, das kann, in der Bibel sind ja fast 6000 oder über 6000 Prophezeiungen. Da sind über 3000 schon von passiert. Die aktuellste war, der Gaza wird vernichtet. Ja. Das steht schon in der Bibel. Steht sogar in der Bibel drin. Ja. In Zephania, guck mal, Gilan, wenn du die Wahrheit hören willst, geh mal auf Zephania Kapitel 2, Vers 4. Steht drinnen. Das, was du jetzt siehst, diese Prophezeiung, die sich jetzt erfüllt mit dem Gaza und so, steht in der Bibel drin. Und der ist auch, der Jesus ist ja nach 3 Tagen auferstanden, das haben über 500 Leute gesehen, nicht nur Christen, das haben auch Römer gesehen, die standen von Weitem, die haben das ja gesehen, wie der dann geschwebt hat und mit seinen Löchern in den Händen und sein Stein war ja auch weggerollt, die hatten erst das Grab ja bewacht. So, und das ist alles schriftlich widerlegt und das Grab, die Grabstelle gibt es ja noch, das habe ich jetzt neulich hier beim Video wieder gesehen, das gibt es ja, guck dir am besten mal so einen Jesus-Film an
Einfach so neu, bei YouTube einfach, guck dir den einfach mal an und dann urteilst du hinterher mal, was das für ein Mann war. Ob er irgendwelche Gewaltsachen gemacht hat oder irgendwas, hier, was weiß ich, Kinder platt gemacht hat oder Frauen, Sklaverei oder was weiß ich da alles, was im Koran steht. Ich habe sowas vorher in meinem ganzen Leben noch nie gehört. Ich verstehe auch nicht, dass 2 Milliarden Moslems auf der Welt, dass die das nicht mal hinterfragen oder überhaupt sich mal da Gedanken drüber machen. Das steht ja alles im Netz. Du kannst das ja, Arabisch kannst du auch übersetzen. Ne? Das macht überhaupt niemand. Die laufen 2 Milliarden Menschen geradewegs in die Hölle. 100% gehst du in die Hölle. 100%. Garantiere ich dir. Okay. Bei den Muslimen höre ich auch immer wieder, dass es Vorhersagen gab. Nein, da gibt es gar keine. Guck mal, einer hat ein Schienbein, dann rechte Hand, linke Hand, was weiß ich, so ein Blödsinn. Dann Alkohol ist erlaubt. Dann, was steht da drin? Mit Aisha, da brauchen wir gar nicht mit anfangen. Du kannst deine Nachbarin heiraten, dann kannst du von deinem Bruder die Frau verführen. Dann kannst du in eine Grabkammer runtersteigen und SEX mit toten Menschen machen. Also was ist denn los bei euch da oder bei denen? Also bei uns ist gar nichts los. Also wie gesagt... Nee, ich meine jetzt nicht bei euch, Entschuldigung, aber also, was ist denn da los? Und auch mit dem Brunnen da, sagt Mohammed, das Wasser ist sauber. Seine Gefährten sagen alle, nee, das ist verseucht. Mohammed, pass auf, das ist verseucht. Da sind Menstruationsbinden drin, also hier Tücher und tote Hundebabys. Das Wasser ist verseucht. Nein, damit könnt ihr euch vom Gebet ruhig die Hände waschen. Das ist doch nicht normal. Das steht ja alles schriftlich. Das können wir dir alles zeigen. Alles können wir dir zeigen. Ich weiß nicht. Also ich finde meiner Meinung nach diese Entwicklungen schon seit Jahrhunderten ziemlich traurig. Ich muss auch dazu sagen, dass weder der Islam noch der Christentum den Albanern gut getan hat. Christen haben auch viel missgebaut, aber die haben dann im Namen von Jesus Christus, die haben dann den Namen missbraucht. Auch die katholischen Kirchen machen auch noch Kinder hier sexuell, das wissen wir auch. Wir sind auch nicht doof. Wir haben aber nur Jesus und die Bibel. Keine Kirche, keine Gemeinde, nichts, gar nichts. Wir sind einfach nur Menschen, weil wir erschaffen wurden. Und das ist die Vorbereitung fürs Paradies oder für die Hölle. Das kannst du ja selber aussuchen. Was hast du denn davon, wenn du 30 Jahre zur Arbeit gehst ins Fitnessstudio, fährst ein AMG? Was hast du denn davon? Was hast du denn davon? In diesem Leben ein AMG und im nächsten weiß ich es noch nicht. Ja, im nächsten, ja, darum sage ich dir. Ich sag dir eins, beschäftige dich damit. Du kannst ja nicht sagen, ob es nicht stimmt. Ihr könnt auch nicht sagen, ob es nicht stimmt, was ich sage. Na also, gut, aber wenn Jesus gesagt, über Wasser laufen kann, aus Steinen hat er oder aus Wasser hat er Wein gemacht oder der hat 50, 60 Sachen gemacht oder was bekannt ist, was Leute gesehen haben, das ist ja historisch aufgeschrieben und ein Historiker und ein Geologe und alles, die forschen nach, die schwindeln nicht, weil die wollen die Wahrheit rausfinden, das ist deren Beruf. Verstehst du? Ja. So, und wenn Leute sehen, wie einer aufersteht, weißt du was, das ist ein Gott, das ist Gott selber. Da brauchst du keinen Mohammed und keinen Buddha oder wie die alle heißen. Mensch, in Indien, da bieten sie Kühe an. Das ist doch nicht normal. Ja. Im Koran Bruder, steht, du sollst Kamelurin trinken. Hast du was schon mal gehört? Mein Leid, Bruder. Ja. Kann ich mal ganz kurz eine Frage stellen, Flex? Natürlich, stell die Frage. Guck mal, da kannst du mir sagen, wie man deinen Namen ausspricht, weil ich will deinen Namen nicht falsch aussprechen. Flex. Nee, der oben drüber, der Chilian. Chilan. Weil ich finde es wichtig, dass man Namen richtig ausspricht. So, nein, egal. So Chilan, guck mal, du bist Theist, hast du gesagt. Richtig. Und ich gebe dir eigentlich so, jetzt menschlich gesehen, gebe ich dir recht, zum Beispiel, wenn man sagt, guck mal, keiner kann so richtig die Wahrheit wissen. Klar. Als Mensch, ja. Aber guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel Theist bist, du sagst, also du glaubst auch an einen Gott, ne? Also du glaubst an jemanden, der uns erschaffen hat, der uns liebt, sonst wären wir nicht hier. Aber guck mal, wenn du doch an einen Gott glaubst, dann will doch dieser Gott auch, dass wir an ihn glauben. Richtig. Und wie überzeugst du denn Menschen von einem Glauben an einen Gott, wenn du doch gar nicht weißt, was dieser Gott von dir verlangt. Guck mal, sagen wir jetzt mal, ich mach mal ein Beispiel. Du sagst jetzt zum Beispiel,
du kannst jetzt deine eigenen Regeln eigentlich aufstellen. Man kann ja seinen eigenen Gott basteln. Zum Beispiel, ich sage, mein Gott will, oder ich denke, dass Gott will, dass ich liebevoll sein soll. Dass ich erfolgreich sein soll. Aber wer hat dir denn das gesagt? Das ist ja pure Spekulation. Guck mal, ich kann sagen, ja, mein Gott will, dass ich 3 Kinder mache, weil 3 ist eine schöne Sache. Bruder, wir haben Bücher bekommen. Bücher, ja? Darf ich dir dazu was sagen? Ach so, natürlich. Also ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich verstehe dich. Gebe ich dir vollkommen recht, bis auf diesen Punkt. Hier wissen ja jetzt alle im Live, dass ich Albaner bin. Und zwar muss ich auch zum Albaner sagen, also ich komme aus Dardania, ist ein uraltes Volk, das erste Volk Europas, um genau zu sein. Und wir haben pagan gelebt, bevor es die 3 Hauptreligionen gab. Der Paganismus ist euch vielleicht bekannt, dem einen oder anderen. Und ja, heidnisch, ne? Du meinst ja. Heidentum. Genau so. Paganism. Also die Sonne war das Hauptsymbol, genau richtig. Diese Menschen lebten fröhlich, friedlich miteinander. Krieg und Leid haben die Albaner erst gesehen, als diese Religion zu uns kam. Natürlich gab es andere Kriege, die territorial bedingt waren oder rational bedingt waren. Aber das sind andere Kriege. Ich bin nicht der Befürworter, dass man in mein Haus kommt und mir etwas vorschreibt, welche Religion ich annehmen soll. Und wenn ich das nicht tue, mein Vater und meine Mutter getötet werden. Das ist klar. Die deutsche Flagge. Guck mal, Gilan. Guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Menschen nimmst und Menschen in den Fokus stellst, gebe ich dir tatsächlich recht, weil wir sehen im Christentum sehen wir Kriege, heilige Kriege, was weiß ich, und wir sehen das laut Islam, okay? Aber weißt du, was der große Unterschied macht? Überleg mal, es ist ein Krieg, ja? Ja. Es hat doch jemand diesen Befehl gegeben, oder? Es gibt ja keinen Krieg ohne Befehl. Bruder, du kennst die ganze Geschichte mit egal jetzt, wie man dazu steht, mit Russland, Ukraine, stimmt's? Ja. Es gab doch einen Kriegsbefehl. Also das wurde doch ausgesprochen, TikTok sportlich. Ja, das ist aber wiederum politisch. Also ja, was ich sag, da steckt was dahinter, was ich sagen will. Guck mal. Okay. Wenn du jetzt beide Bücher nimmst, ja, und lebst danach. Bruder, zu welchem Hass oder zu welchem Zwang ruft denn die Bibel auf? Wir können jetzt alle sagen, der Papst. Wir können jetzt alle sagen, die katholische Kirche. Wir können jetzt alle sagen, Kreuzzüge. Aber was sagt die Bibel? Oder als Muslim kann man zum Beispiel sagen, wenn Einwände gibt, was sagt denn der Koran? Und Bruder, das, was der Bruder ansprechen will, ist, der Koran sagt es nun mal eben. Die Bibel sagt nichts davon. Die Bibel redet nicht von einem Krieg, von Abmetzeln, von Kindern, so und so. Bruder, verstehst du, was ich meine? Ich verstehe das. Ihr habt mich auch nicht gefragt, ob ich mich mit der Bibel befasst habe. Und zwar habe ich das früher. Ich war auch früher Moslem und wie gesagt, ich kam mit euren Religionen nicht so gut klar. Kann dem anderen schmecken, dem einen oder anderen und dem einen oder anderen nicht. Das ist mir egal. Bin dann raus aus dem Islam und bin Theist seitdem und finde das bis jetzt gut auf jeden Fall. Ja, dass du schon mal Theist bist, ist auf jeden Fall gut. Also, dass man auf jeden Fall glaubt, dass es einen Gott gibt. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ja, guck mal, ich gebe dir was ans Herz, so, wenn ich das darf. Ja, klar. Guck mal, hör nicht auf Brandon, hör nicht auf Flex, hör auf niemand. Nicht mal auf einen Albaner, der an der Straßenecke steht. Ich gebe dir etwas aufs Herz, so. Guck mal, lies doch für dich einfach mal die Schrift. Weißt du, lies doch für dich einfach mal die Bibel, lies doch für dich einfach mal die Schrift. Und guck mal, ich kann jetzt nur von meiner Seite reden, guck mal, was Gott dir sagt. Weißt du, also nicht, was Gott Flex gesagt hat, was Gott Brandon gesagt hat oder Vitaloka oder jemand anderem. Was sagt dieses Buch dir, wenn du es liest, weißt du? Was sagen dir die Evangelien? Warum glauben denn Menschen daran? Das will ich dir einfach nur mit auf den Weg geben. Weißt du, ich will jetzt nicht viel... Alles gut. Dankeschön. Wie gesagt, Flex, danke, dass du mich hochgeholt hast. Kein Problem. Ich hätte aber eine Frage, Bruder. Ja. Gilan, was für eine Glaubensrichtung warst du davor? Moslem.
Du warst Moslem und du hast den Islam verlassen. Genau. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Hast du sehr gut gemacht. Du hast die Wahrheit herausgefunden und hast es verlassen. Bruder, ich küsse dein Herz dafür. Wirklich, ich meine das ernst. Respekt. Also ich bin dafür, dass jeder von mir auch die Religion ausleben soll, die er möchte. Wie gesagt, meine Einstellung dazu ist, ich möchte keinen zu irgendetwas anstiften. Glaubt an, was ihr möchtet. Ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt. Nationalstolz ist mir wichtig. Und solange das nicht an meine Flagge geht, ist das für mich in Ordnung. Ja. Dankeschön. Danke auf jeden Fall. Guten Abend. Kein Problem. Jetzt. Aber, Jilan? Ja? Ich hoffe, dass du aber auch öfters mit zuhörst dir, damit du auch erkennst, über was wir hier sprechen, ne? Tue ich, auf jeden Fall. Ist interessant, auf jeden Fall. Ich bleib dabei. Also, okay. Ich wünsche euch eine gute Nacht, Leute. Hallo, Spielfrau. Ja, auch. Ciao. Guten Abend. Skanderbeg, mein Bruder, wolltest du was sagen? Ja, also ich war hier schon mal drin. Ballist, kennst du doch. Ja. Es wurde jetzt gesperrt bei meinem Account und habe jetzt das vorläufig. Also ich bin derselben Meinung wie Jilan G. Wir Albaner sind ein sehr altes, sehr großes Volk eigentlich, der, wo sich mit unserer Geschichte auseinandergesetzt hat. Bei uns gibt es sehr wenig Islamisten, wollen wir das mal so nennen. Es gibt neutrale Moslems, die können von mir aus da bleiben. Ich selber halte nicht viel von dem Islam, weil ich selber tawazaman war. Ich selber bin ein stolzer Albaner, Nationalstolz geht auf Platz 1. Aber die Islamisten, wo sich bei uns gegründet haben, da bin ich dafür, dass man die einsammelt, die am besten einsperrt und denen das ausredet, egal mit welchen Mitteln, ne? Bruder, ich küsse dein Herz. Ich küsse dein Herz, Bruder. Genau, bei uns gibt es sehr viele Christen auch. Wir waren früher Christen, davor waren wir Paganen. Und was soll ich dir da sagen? So, warum soll ich jetzt den Islam ausleben? Ich kenne meine Geschichte. Ich weiß, uns wurde das mit Gewalt eingeprägt. Bruder, ich küsse dein Herz, dass du die Wahrheit hier sprichst, weil das wissen viele nicht. Ich habe keine Angst, weißt du. Ich rede offen und ehrlich. Auch mit meinem Gesicht oft, mit meinem richtigen Namen. Es interessiert mich nicht, was hier geredet wird. Ich bin der Meinung, uns wurde das eingeredet mit Gewalt. Wir wurden 500 Jahre unterdrückt von den Türken, Osmanen, wie man sie auch immer nennen sollte. Osmanen waren ja die Türken, wie Jugoslawien die Serben waren. Wir brauchen hier nicht im heißen Brei rumzureden. Und ich bin der Meinung, ihr Albaner, wo ihr drin seid, lasst euch mich nicht manipulieren von den Arabern und Türken. Ihr seid Albaner, ihr werdet als Albaner sterben. Unsere Nation geht vor allem auf Platz 1. Oder Bruder, Bruder, ich küsse dein Herz, dass du die Wahrheit hier sprichst und selber hier reingekommen bist und darüber sprichst, Bruder. Definitiv. Am letzten Live habe ich ja auch so direkt geredet. Ich mache kein Geheimnis aus meinen Sachen. Ich habe nichts gegen albanische Christen und albanische Moslems. Nur man sollte den Islam nicht übertreiben. Warum? Man sollte wissen, wir sind Albaner, wir sollten albanisch sprechen, wir sollten den Koran auf albanisch lesen. Ich selber lese den gar nicht, weil ich ein Atheist bin, der an Gott glaubt. Was genauso wie Jilan G. Also auf jeden Fall, Albaner, passt auf, lasst euch nicht manipulieren. Weil ich sehe immer wieder mehr und mehr, die sich manipulieren lassen von diesen komischen Menschen aus der arabischen Welt dort. Lasst das nicht zu. Eure Väter und Mütter wollen das so nicht. Und wenn ihr das zulässt, seid ihr selber schuld daran und ihr werdet das bereuen. Spätestens irgendwann später, wenn ihr verhaftet wird in eurem eigenen Land. Weil mit sowas wollen wir nichts am Tun haben. Albanien den Albanern und nicht diesen Islamisten. Für die gibt es keinen Platz bei uns. Bisschen da spricht hart, einer. Flex, aber man muss so reden, weil ich sehe in jedem Islamisten zwei Albaner drin. Und es regt mich langsam auf. Und die lassen sich wirklich manipulieren und das geht gar nicht. Also wirklich. Ja. Voller Achtung. Absolut. Also ohne Skanderbeg, ich glaube, dem wäre das nicht so gut. Deswegen ist es gut, dass Skanderbeg da war. Er hat unsere Nation geschützt. Wenn er nicht gewesen wäre, wären wir heute wahrscheinlich Türken. Und das wäre für mich ein Grund für einen Selbstmord. Das sage ich dir, wie es ist. Sweet Rose, komm sportlich. Hoch. Nicht, dass ich wieder gesperrt werde. Guck mal, wir haben eine Kurdin, die auch Christin geworden ist. Leute, guck mal, wie viele Leute wirklich zu der Wahrheit kommen. Das ist der Wahnsinn. Aber leider gibt es Leute, durch diesen Stream, Leute, erreichen wir so viele Leute. Das ist der Wahnsinn, Leute.
Ne? Genau. Wirklich. Das ist Wahnsinn, Leute, wie wir wirklich viele Menschen damit erreichen. Und viele Albaner werden wach. Und das finde ich richtig gut. Bruder Skenderbeg, ich küsse dein Herz, Mann. Wir sind Europäer, Flex. Wir brauchen uns nicht irgendwas vorzulügen. Wir sind keine Araber. Wir sind keine Asiaten. Wir sind Europäer. Und es gibt bei uns eigentlich keine Moslems. Du kommst aus Afrika. Bei euch war auch alles christlich. Oder? Ja, das stimmt. Absolut. Ja, du musst dich genau dafür einsetzen. Ich sage euch mal eine Sache. Es gibt den Islam. Das ist, soweit ich weiß, der neueste Glaube und es kann doch nicht richtig sein, den so arg auszuleben. Die leben nach einem Scharia-Gesetz, wollen den in Deutschland einführen, das ist Schwachsinn, was sie da reden. Ich habe gestern ein Live, eine Debatte geführt mit meinen eigenen Landsleuten, die versucht haben, mit dem Islam einzureden und ich bin nochmal, also die erreichen damit das Gegenteil, im Gegenteil, die machen mich noch, die sorgen dafür, dass ein Anti-Islam sogar in mir kommt, wenn die so weitermachen. Das heißt, Leute, lasst das lieber. Bruder, ich glaube, Anti-Islam haben wir alle in uns. Es wird immer schlimmer. Die sollen aufhören damit, weil die schießen auf sich selber, weil wir werden wach durch diese Taten. Ja. Und ich mache langsam auch kein Geheimnis mehr raus, weil es regt mich langsam auf, dass du in jeden islamistischen Live gehst, wo man über Christen schlecht redet, was ich eine Frechheit betrachte, weil... Weißt du, was das Schlimmste ist? Die kommen dann zu Flex und sagen, Flex, warum hetzt du? Hey, Mann. Du hetzt doch gar nicht. Ganz ehrlich, du redest die Wahrheit. Und richtig. Hier sind 272 Zuschauer, Leute, Flex hat recht. Und hier sind bestimmt 30 Albaner drin, wie ich gesagt habe, in der Liste. Leute, lasst euch nicht manipulieren von diesen Islamisten. Denn wir sind Albaner, wir haben nichts mit dem Islamisten zu tun. Ihr könnt von mir aus Moslems sein, aber seid es auf albanische Art. Was heißt, ein Moslem aus der Türkei ist nicht euer Bruder, das ist euer Feind. Die haben uns 500 Jahre unterdrückt. Ein christlicher Bruder ist euer Bruder. Bei uns richtig. Gibt es keine Differenz in dem Glaube. Richtig, richtig, richtig. Ich hoffe, dass die albanischen Brüder auf jeden Fall die Wahrheit erkennen. Ich hoffe das wirklich von ganzem Herzen. Ich versuche das, ich versuche denen die Wahrheit zu zeigen. Und wir sind eine Gruppe, die das so versuchen. Leute, ihr könnt uns gerne folgen, die Albaner uns oft mal zuschauen. Hier auch Jilanji folgen. Und dass sie mal die Wahrheit erkennt über unsere Geschichte. Und lasst euch bitte nichts einreden von irgendwelchen komischen Leuten. Denn es stinkt langsam. Leute, aber jetzt, seid mir nicht böse, Brandon, wieder locker, Skanderbeg, Lolo, Sugar... Ich küsse eure Herzen, aber Mr. Flex macht eine kleine Pause, ja. Okay. Das heißt also, ich bin eventuell später dann da. Eventuell, ja. Aber ich muss kurz was essen, muss noch ein bisschen relaxen und ich würde erstmal sagen, ich küsse eure Herzen und einmal. Man hört dich nicht. Er muss kurz weg, Bruder. Yeah. Bist du Christ? Scan. Ja, yeah, ich bin Albaner, also ja. Deswegen, Leute, hört ihr mich wieder? Ja. Ja, deswegen, Leute, ne, ich sag euch eine Sache, Jesus Christus ist die Wahrheit, bleibt bei der Wahrheit, folgt keiner Ideologie, die mit den Töten zu tun hat, und wo ihr einen Palmen PENIS bekommen werdet im Paradies, folgt bitte nicht so einer Ideologie. Das ist krankhaft, dass man schon so einer Ideologie folgt, wo im Paradies, keine Ahnung, junge Knaben und Huris mit geschwollenen Brüsten, haltet euch fern von sowas, Leute. Das hat mit Gott nichts gemeinsam. Ja. Wir kriegen was, im Christentum kriegen wir das ewige Leben. Das ewige Leben heißt was? Die Gemeinde. Ja, die Gemeinsamkeit mit Gott. Ja, das ewige Leben. Und nicht wir gehen in den Paradies und kriegen Frauen mit schwellenden Brüsten und dann kriegen wir Knaben, die niemals bluten und sowas. Leute, das kommt nur vom Satan. Das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit. Der Satan steht auf sowas. So alles, was mit Fäkalien, so widerliche Sachen aus. Das mag der Satan. Und deswegen müssen wir bei der Wahrheit bleiben, Leute. Ganz einfach. Ja. Respekt. Leute, ich küsse eure Herzen. Brandon, Bruder, wir sprechen später. Okay. Es war wirklich sehr, sehr schön, Leute. Schöner Stream. Wirklich. Ciao.
Ja. Bruder, ich wollte auch noch eine Sache ganz kurz sagen, bis er wieder kommt. Geschwister. So. Jetzt. Wieder da, alles gut. Alles gut. Wir machen eine kleine Pause, Leute. Ne? Wirklich, wir haben jetzt schon eine Weile gestreamt. Wir machen eine kleine Pause. Und später nochmal können wir nochmal Vollgas geben, ne? Eventuell. Aber ey, Leute, ich muss aber ganz ehrlich sein, heute waren wir sehr fleißig mit den Likes. Ne? Wir haben 230.000 Likes geknackt. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Sehr, sehr stark. Leute, also, einmal ein Herzchen für Jesus Christus, Leute, und dann gehen wir. Wann bist du wieder da? Eventuell 0 Uhr. Alles klar. Yes. Ja. Also, Leute, ich küsse eure Herzen, danke für den Support und bis später, Leute. Bis später. Bye, bye. Ja.